lassen Sie uns tatsächlich über Inhalte reden. Und deshalb freut es uns sehr, dass wir Herrn Professor Dr. Hecht heute für uns gewinnen durften, um Sie ein bisschen einzuführen in die wissenschaftlichen Informationen, die er zur Verfügung stellen kann. Der Professor Dr. Karl Hecht ist 1924 geboren. Er ist Physiologe und Weltraummediziner. Und man sieht ihm sein Alter von 95 Jahren gar nicht an, oder? Nein. Nein. Gut, und damit gebe ich ab an Professor Dr. Hecht. Ja, gut. Danke. Liebe Bürgerinnen und Bürger von Gifhorn, meine verehrten Damen und Herren, in den letzten 20 Jahren haben mich mehr als 1000 elektrohypersensible, schwerleidende Patienten konsultiert. In dieser Zeit habe ich ungefähr 100 verstrahlte Rattal-Soldaten der Bundeswehr mit ihren Leiden kennengelernt und sie auch ärztlich und gutachterlich betreut. In dieser Zeit bin ich zu der Auffassung gekommen, dass alle technischen Funkwellen, ganz gleich welcher Frequenz oder Stärke, Gesundheit, aber abhängig von der Einwirkungsdauer, die spielt dabei eine große Rolle, Krankheitssymptome auslösen kann. Und in dieser Zeit habe ich mich natürlich nicht nur, habe ich neben der Theorie und den ganzen Studien vor allem praktische Erfahrungen kennengelernt. Und ich werde Ihnen im Laufe des Vortrags einiges zum Beispiel von den leitenden Radarsoldaten sagen. Und da werden Sie wissen, was die Wahrheit ist. Gestatten Sie, dass ich mich größtenteils sitze. Ich bin heute schon vor 7 von Berlin los. Und da will ich mich meine Kräfte ein bisschen rationalisieren. So, noch einmal die große Gefahr, alle technischen hochfrequenten Funkquellensysteme, der Kommunikation und der Digitalisierung, also ob das WLAN ist, ob das Detect ist, ob Radar ist, Handy, alles Funkmesssysteme, Computer, alles strahlt aus. Und wenn Sie mal messen in Ihrer Wohnung, werden Sie sehen, wenn Sie sogar sauber sind, dass der Nachbar auch strahlt. Das erlebe ich also bei mir zu Hause in Berlin auch, dass der Nachbar starke WLAN-Wellen zum Beispiel, die in mein Zimmer an einer Stelle drängen. So, und warum sind die elektromagnetischen Funkwellen strahlengesundheitsschädigend? Sie sind im Grunde genommen starke Stressoren, also wirken Stress ein, besonders wenn sie Dauer wirken. Und zwar haben sie bei ganz geringer Feldstärke, ganz geringer Intensität, hochintensive Wirkungen. Und sie bestrahlen den ganzen Menschen, dringen bis in die Zellen, bis in die Enzyme, bis in die Moleküle, bis in die Ionen, in alle unsere Körperprozesse ein. Und noch einmal, diese Wellen, die das bewirken, sind die sogenannten nicht ionisierenden athermischen elektromagnetischen Wirkungsfelder. Man unterscheidet thermische Wirkungen von nicht ionisierender Strahlung und athermische. Unser Grenzwert, der hier existiert, orientiert sich an den thermischen Wirkungen und der bewirkt nur, dass sie nicht vergrillt werden. Sonst ist der Grenzwert, ich werde noch darauf eingehen, ein Mythos. Und diese magnetische Wälder gehen auch über unser Gehirn, durch den ganzen Körper, aber auch über unsere Hirnwellen. Wir haben ja EEG-Wellen, das werde ich Ihnen auch noch zeigen. Und sie verursachen nicht eine Krankheit, sondern viele Krankheiten. Wir nennen das Multimorbidität. Und zum Beispiel Schlafstörungen, Burnout, Depression, oxidativen Stress, also das ist der Überschuss an freien Radikalen, die dann sehr aggressiv gegen unsere Zellen und auch gegen die Erbsubstanz sein können.
Sie verursachen Autoimmunerkrankungen, neurodegenerative Erkrankungen, Krebserkrankungen, Leukämie. Chromosomenbrüche können ausgelöst werden. Die Unfruchtbarkeit, wenn Sie Ihr Handy in der Tasche stellen, meine Herren, stecken, dann können Sie damit rechnen, dass Ihre Spermien nicht mehr hochfunktionsfähig sind. Auch Schädigung des Embryos in der Schwangerschaft und dann während der Schwangerschaft. Kurzum, diese elektromagnetischen Wellen, Funkwellen, Strahlungen, es sind immer Strahlungen, die wir nicht sehen, das ist das Schlimme. Die können wir nicht hören, nicht schmecken, nicht sehen und dann behaupten manche, die existieren gar nicht. Das ist aber leider nicht der Fall. So, seit wann wissen wir, dass solche Funkwellen krank machen? Seit 1932, in Deutschland zumindest. 1932 hat der Dr. Erwin Schliebacke, also 1932 kamen die ersten Radio, und da waren die Funktürme, zum Beispiel bei Berlin in Königs Wusterhausen, waren die Funktürme, und Arbeiter, die an diesen Funktürmen oder in der Gegend arbeiten, erkrankten. Er nannte das Radio-Wellensyndrom. Und ich zitiere ihn, was er damals schon festgestellt hat. Starke Mattigkeit am Tage. Dafür unruhiger Schlaf, also Schlafstörung. Kopfschmerzen, die immer mehr sich steigern können, bis zur Unerträglichkeit. Dazu kommen noch depressive Stimmungen, aber auch häufig plötzliche Erregbarkeit. Und er hat damals schon gesagt, durch Wärmewirkung, was heute die Strahlenschützer und Politiker behaupten, durch Wärmewirkung, allein lassen sich diese Erscheinungen nicht erklären. Durch Beeinflussung des zentralen Nervensystems, das ist unser Gehirn, ist die Abwehrkraft für derartige Einwirkungen geschwächt. Und unser Gehirn ist sehr, sehr empfindlich gegen diese Wellen. Und wenn Sie das Handy immer an dem Ohr haben, bestrahlen Sie das Gehirn und Berechnungen aufgrund der Erfahrung geben, wenn Sie also nur, wenn Sie täglich ungefähr 1,5 Stunden Handydauer nutzen, können Sie rechnen, in 15 Jahren einen Hirntumor zu haben. Und es gibt schon heute mehr Menschen, auch die mich konsultiert haben, die Hirntumoren haben. So, nach dem Ersten oder während des Zweiten Weltkriegs und noch mehr nach dem Zweiten Weltkrieg und durch die Entwicklung der Raumfahrt wurde das Thema, also sind viele Funkwellensysteme entstanden und die Ärzte und Mediziner, Wissenschaftler haben sich natürlich auch darum gekümmert, weil sie wussten, Röntgenstrahlen sind gefährlich und so haben sie sich halt auch darum gekümmert, was passiert mit der Gesundheit der Menschen, wenn diese Strahlungen kommen. Und so fanden in den 60er, 70er Jahren, ich zeige nun hier in den USA, ständig Kongresse statt, die über die biologische Gefahr der elektromagnetischen Wellen erfolgten. Auf diesen Kongressen war auch immer der Streit, thermische oder athermische Wirkung. Und mittlerweile hatten die Wissenschaftler, die athermische Strahlungswirkung begründen konnten, die Überhand bekommen. Und 1969 auf dem Kongress in Richmond wurde beschlossen, ein Regierungsreport zu diesem Thema zu erarbeiten. Dazu wurde eine unabhängige Kommission gegründet oder berufen und ein Programm zur Kontrolle der elektromagnetischen Umweltverseuchung, bitte, Umweltverseuchung beauftragt, das zu machen. Dieser Report wurde erstellt, ich will Ihnen nur ein Zitat davon hier vorlesen. Die Folgen einer Unterschätzung oder Missachtung der biologischen Schädigung, die infolge langdauernder Strahlenexposition
Auch bei geringer ständiger Strahleneinwirkung auftreten, können für die Volksgesundheit einmal verheerend sein. Wir sind heute schon mitten in diesem Stadium drin. Das war 1971. Aber nun, damit Sie gleich Verständnis haben, warum man heute immer mit uns streitet, die Wahrheit verbreiten. Dieser Report wurde aufgrund der Innovation von Militär und Industrie gar nicht umgesetzt. Der wurde langsam in den Hintergrund gebracht. Trotzdem fanden in den USA in den folgenden Jahren noch weitere Kongresse mit Fakten. Zum Beispiel ein Dr. Frey hat eine Rattenuntersuchung gemacht und der hat gesagt, das, was ich an Ratten erlebt habe, als ich die dauernd bestrahlt habe, möchte ich keinen Menschen zumuten. Und das fanden wir noch mindestens 6, also es hat insgesamt 12 solche Kongresse, die ich jetzt verfolgt habe, sind noch weiter gewesen, wo mehrere hundert Wissenschaftler und entsprechende Vorträge waren und wo also eindeutig bewiesen wurde, sonst wäre so ein Regierungsreport nicht entstanden, dass Mikrowellen, Funkwellen aller Art, ganz gleich, wo sie herkommen. Die Techniker wollen uns immer vormachen, dass wir für jede Frequenz wieder eine neue Studie machen. Das brauchen wir gar nicht. Wir wissen, dass alle Funkwellen, unser Körper richtet sich nicht, was die Techniker unterscheiden und gruppieren. Wir merken nur, dass alle diese Wellen schädlich auf uns wirken. Und in der gleichen Zeit, um die 70er Jahre, hat es schon eine ganze Reihe Bücher gegeben. Die kamen vor allem aus dem Osten, also aus Russland, Tschechoslowakei und so weiter. So hat der Prager Arbeitsmediziner Karel Mara ein Buch in englischer Sprache, was in den USA entstanden ist, herausgegeben wurde, Elektromagnetisches Feld und das Leben. Sinaida Korton, eine Russin, die in der Industriehygiene sehr strenge Maßnahmen immer durchgesetzt hat. Sie hat ein Buch geschrieben, Industriehygiene gegen elektromagnetische Frequenzfelder. Industriehygiene, das müssen Sie sich also auch überlegen. Das ist in Englisch und in Russisch erschienen. Also auch für jeden Menschen noch heute zugänglich, der nicht die russische Sprache beherrscht. Alexander Pressmann, ebenfalls ein Russe, hat ein Buch geschrieben, auch wieder in russischer und englischer Sprache, Elektromagnetisches Feld und das Leben. Der polnische Wissenschaftler Stefan Baranski hat auch ein Buch geschrieben, Wirkung von Mikrowellen und arbeitshygienischen Aspekt. Also in Russland, in Polen und in Tschechien wurden damals eine Arbeitshygiene, ich komme noch auf diesen Spalt, das heißt, da wurden die dort, wo mit Radiofunkwellen aller Art gearbeitet wurde, wurden strenge Maßnahmen eingeleitet. Und schließlich möchte ich das Buch noch von Paul Protier, einem US-Amerikaner, Mikrowellen, eine verheimlichte Gefahr. Der deutsche Titel, der englische Titel, The Zapping of America. Also, es liegt genug Literatur vor, wenn ich vorher schon gesagt habe, durch tausende von wissenschaftlichen Arbeiten ist die gesundheitsschädliche Wirkung bewiesen. So ist das, ja, das heute bestreitet, entweder ein Dummkopf oder ein Lügner. Gegenwärtig sind wir vor allem in Städten folgender Strahlenlast ausgesetzt. Smartphone, DECT, DETRA von Polizeifunk, dann Radar und WLAN. WLAN verbreitet sich wie die Pest. Und diese, wenn die dauernd einwirken, nicht wenn es einmal einwirken, sondern Jahre einwirken, dann verursachen sie Multimorbidität, also viel Krankheitssymptome. Ich will noch mal einige wiederholen, ich habe sie schon im anderen Zusammenhang. Das ist heute, dafür gibt es alle Studien, was ich jetzt auch anführe, Stress, oxidativer Stress, Immundefizite, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, nervale Erschöpfung, Burnout-Syndrom, Elektrohypersensibilität, beschleunigtes Altern,
und neurodegenerative Störungen, zum Beispiel Depression, Alzheimer-Demenz und dergleichen mehr. Des Weiteren Herzrhythmusstörungen, Beschwerden im Verdauungssystem, Magengeschwüre, Gendefekte, Unfruchtbarkeit, Schlafstörungen, Krebserkrankungen aller Art, Burnout-Syndrom, Leukämie, Tumor, Tremor, also Zittern und auch Muskelverspannungen, an denen wir heute häufig leiden oder viele leiden. Das alles ist bewiesen durch viele Studien, auf die ich auch noch eingehen will. Aber es wird immer argumentiert, die Ursache-Wirkungsbeziehung ist nicht sicher. Das ist, wie ich schon gesagt habe, wenn die Strahlen wirken erst nach frühestens, das werde ich noch sagen, 3 bis 5 Jahren oder sogar 15 Jahren, dass die Krankheiten auftreten. Das ist halt das kennen wir auch von den ionisierenden Strahlen, von den Radionukleiden. Aber jetzt will ich Ihnen 2 Sachen zeigen, wo man sagen kann, da gibt es keine Zweifel an der Ursache Wirkungserscheinung. In den 60er und 70er oder eigentlich bis zum 80er Jahren wurden Soldaten, meistens Freiwillige, die an Radarsystemen gearbeitet haben, ohne Arbeitsschutz, ohne Hinweise, dass sie sich da nicht in Strahlen bewegen sollen, innerhalb von 4 bis 12 Dienstjahren bestrahlt. Der Bund zur Unterstützung der Strahlengeschädigte, der 201 gegründet wurde, gab 2016 an, dass es insgesamt 3.800 Erkrankte und Verstorbene gab. Leukämie, Krebs, Unfruchtbarkeit, genetische Schäden und alle Symptome der Strahlenkrankheiten, die ich teilweise schon aufgezählt habe. Aber jetzt noch eins, nur von den 3.800 wurde nur bei 640 Schädigung, also Wehrdienstschädigung anerkannt. Ich habe in dieser Richtung habe ich Gutachten geschrieben und wir waren auf Gerichten, was sich dort abgespielt hat, war eigentlich ziemlich nicht gerade human. Hier sehen Sie, das war 2005 im März, demonstrieren Strahlungsopfer der Bundeswehr und die Witwen von bereits Verstorbenen vor dem Reichstag in Berlin. Wir waren häufiger, ist das der Fall gewesen. Hier sehen Sie einen verstrahlten Radarsoldaten, der auch ohne Arbeitsschutz musste ein Gerät, was er gar nicht kannte, vorführen. Das erste ist kurz nach der Verstrahlung und das ist 5 Jahre später und er hat da schon Schilddrüsenkrebs gehabt. So. Und einer dieser Radaropfer, Uli Borsch, den ich auch persönlich kann, hat ein Buch geschrieben, Dank des Vaterlandes bleibt unser Leiden nur eine Aktnotiz der Bundeswehr unter dem Motto, die Todgeweihten grüßen dich. Auf den Rückendeckel seines Buches schreibt er die Begründung, und ich will sie ihm vorlesen. Sie wollen eine biologische Lösung. Wer? Die Herren von der Bundeswehr. Aber nicht ohne, dass ich in der Öffentlichkeit meine Erlebnisse zu diesem unmenschlichen Verhalten ein Buch zur Verfügung stelle. Man muss daher das gelesen haben, welches Spiel mit einem getrieben wurde. Eine bedenkliche Sache, wenn man über die Jahre nachhaltig versucht, die Dinge zu verdrängen, die im Dienst für das Vaterland geschehen waren. Mein Vaterland ist die Bundesrepublik Deutschland. Wunderbar, denken Sie, aber nicht, wenn man über Leichen geht. Wenn ein Radarsoldat, der mit 19 Jahren freiwillig sich gemeldet hat und für das Vaterland was tun wollte, so etwas sagt, nachdem er also an Leukämie erkrankt ist, war in Italien Behandlung, ist dort gut über die Runden gekommen, aber heute leidet er auch immer noch.
aber so verbissen. Aber nicht nur er, so habe ich 100 und mehr Radare, enttäuschte, traurige und leidende Radarsoldaten kennengelernt. Hier in diesem Buch schreibt er sein Leiden und das noch von zwei anderen, die ich also auch persönlich kenne, und einer Witwe. Das ist der Ulrich Hensche, auch Radaropfer. Ich will nur aus seinem Bericht ein Zitat sagen. Es sei nur hochfrequente Strahlung ausgesetzt gewesen, und diese Art der Strahlung könnte kein Hodenkrebs auslösen nach einem Kommissionsbericht. Das war die Antwort vom Verteidigungsminister. Den Kommissionsbericht kenne ich, den haben Techniker, nur 4 Ärzte waren drin und aus dem Osten, die eigentlich mehr über diese Sache bescheinen, überhaupt keiner. Und der Ulrich Hensche schreibt in seinem Bericht, die lügen einfach, die lügen. 10 Jahre war er etlichen Strahlen ausgesetzt. Er hatte schwarz auf weiß. Das Sozialgericht gab ihm recht, denn das hatte entsprechende Gutachten. Oder der Bericht von der Frau Hagelberg, der in diesem Büchlein enthalten ist. Kaufen Sie sich das und lesen Sie, da werden Ihnen die Tränen kommen. Die wird hier zitiert in diesem Buch. Der Professor, welcher mich nach der Operation fragte, wo um Gottes Willen hat Ihr Mann gearbeitet, konnte ihm nicht helfen. Und die Frau schreibt weiter, Klaus Peter war traurig und verzweifelt. Die starken Schmerzen waren nur durch regelmäßige Gaben an Morphiumspritzen zu beherrschen. Am Ende musste ich dann rund alle 20 Minuten spritzen, damit er die Erleichterung hat. Sie schreibt, am 29. Juli 1995, unserem 18. Hochzeitstag, starb Klaus Peter mit 39 Jahren. Unsere Kinder waren zu diesem Zeitpunkt 16 und 13 Jahre. Solche Schicksale und ähnliche gibt es also viele. Der Uli Borsch schließt seinen Bericht. Mein Mitgefühl gilt all jenen, die ihr Lieben verloren haben, ohne zu wissen, wofür, ohne ein Wort der Anteilnahme, ohne eine Entschuldigung seitens der Dienstherren, nichts bleibt, auch nur Wut, Enttäuschung und Trauer. Meine Hochachtung gilt denen, die nicht locker lassen im Kampf um Anerkennung und Gerechtigkeit. Meine Verachtung gilt denen, die mit allen Mitteln versuchen, Gerechtigkeit zu verbiegen, Wahrheiten zu verduschen und bewusst anderen Menschen Leid zuzufügen. Ich kann Ihnen sagen, dass ich von dieser Schicksal, weil ich hier 3 nur geschildert habe, einen ganzen Stapel habe in Form von Krankheitsberichten, wie es darum geht. Und ich wurde oftmals auch von... So, und jetzt möchte ich über das Gegen noch etwas anderes zeigen. Wenn man sagt, damals hat es den Wissenschaften Erkenntnisstand nicht gegeben. Der Feind der Bundesarmee, nämlich die Nationale Volksarmee der DDR, dort gab es einen Dr. Vogt, der sich sehr damit beschäftigt hatte. Und er hat zum Beispiel 1980 veranlasst, dass der medizinische Dienst das Ministerium für nationale Verteidigung an alle Truppenärzte einen Brief schreibt, in dem also Mikrowellendispensär, also Betreuung und Beachtung der Mikrowellenerkrankungen aufgezählt werden. Und er zählt auf degenerative Veränderungen der Hornhaut, Veränderung der Netzhaut, Linsentrübung, das heißt verschiedene Augenkrankheiten, Burnout, organische und funktionelle Darmstörungen, das Gehirn, aktive Tuberkulose, chronischer Rheumatismus, dauernde
Blut, also verändert das Blutsystem, heftige Kopfschmerzen, Müdigkeit, stärkeren Grades, Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit, Linsentrüb oder nochmal Druckschmerzen in der Herzgegend, Störungen der Herzrhythmus, Lymphe, also Blutveränderungen, Nachlassen des Gedächtnisses, Tremor, also Zittern, und hyperaktiv der Schilddrüse, Potenzstörung. Das war als alles bekannt und hätte also, also uns heute auch bekannt, dass das hier gegeben hat. Aber ganz ist die NVA der DDR damals auch nicht. Es hat auch Tote und auch Verletzte, Leidende gegeben, aber nicht in dieser Weise. Das hängt damit zusammenhängen, dass die Radargeräte teilweise so stark sind, dass man sich kaum schützen kann, wenn man nicht Blei oder irgendwas daran dazwischen legt. So, also das nehmen Sie bitte zur Kenntnis. Und wer nun behauptet, wir haben keine Beweise und es ist hier keine Ursache-Wirkung-Beziehung vorhanden, der kann nur liegen. In dieser Gruppe weiß man genau, dass das beides zusammenhängt, die Radarstrahlung und die Erkrankung und die Todeszelle. Nachdem ich mit noch zwei weiteren Ärzten im Sozialgericht Schleswig einen Mann durchbekommen habe, also dass er seine volle Entschädigung bekommt, nach 23-jähriger Prozessführung, war das Verteidigungsministerium aufgetreten, das Gutachten von Professor Hecht ist falsch. Das war ihre ganze Meinung. Aber wir drei Ärzte haben das bewirkt, dass die Richter verstanden haben, so wie ich das heute auch erzähle, was eigentlich Sache ist. Und aufgrund dessen kriegte er die volle Entschädigung. Und der Sachverständige, das war so ein Professor von der Universität Kiel, der von der Sache nichts verstand, wurde seines Amtes erhoben. Das hat natürlich das Verteidigungsministerium dann mir auch sehr übel genommen. Und die Richter durften von mir seit 2014 keine Gutachten mehr annehmen. So wird also auf diesem Gebiet gearbeitet. Ich hatte jetzt gerade hatte ich noch einige Adressen seit 2014, wollte wissen, ob die noch leben. Ich habe 12 angeschrieben oder angemailt. Von den 12 leben noch einer. Das war der Autor dieses Buches. Also 11 sind in dieser Zeit gestorben. Wie viele gestorben sind, wie viele erkrankt sind, ist sowieso etwas unsicher. Jedenfalls der Bund, der sich dafür eingesetzt hat, Radargeschädigte, hat 3.800 angegeben. Wie viele davon leben, weiß ich auch nicht mehr. So, jetzt eine andere Sache. Im Jahre 1996, damals hatte ich ein privates Stressinstitut in Berlin, wurde ich mit meinen Mitarbeitern vom Bundesamt für Telekommunikation, heute Bundesnetzagentur, hat den Namen verändert, wurden wir beauftragt, eine Recherche der russischen Literatur zu bringen, von 1960 bis 1995, unter dem Titel Biologische Wirkungen elektromagnetischer Felder im Frequenzbereich von 0 bis 3 GHz auf den Menschen. Das ist auch die Nummer, die Auftragsnummer. Wir haben damals 178 Arbeiten in einem Bericht von 120 Seiten, mehr durfte das nicht sein, wissenschaftliche Artikel, Jahresberichte, das war vor allen Dingen das, was wir in grauen Mengen hatten. Und schon verschwand dieser Bericht, als wir ihn abgegeben haben, im Archiv und wurde sogar, wenn welche anfragten, geleugnet, dass es den existiert. Warum wahrscheinlich? Russland war der Grenzwert um 3 Zehnerpotenzen niedriger, als er hier ist, also 0,01 und in Europa ist hoch. Dass die Langzeitwirkungen eine Rolle spielen, auf die ich gleich eingehe. Und weil es solche Studien war, die es nie wieder geben wird und wahrscheinlich heute oder bisher auch nicht gegeben hat. Nämlich
Dort wurde, das war die schon genannte Professorin Sinaida Gordon, die sehr stark sich arbeitshygienisch eingesetzt hat und durchgesetzt hat, dass der das Folgen, dass wir Menschen, die in der Radioindustrie oder in Radarstationen, also überall, wo Funkquellen, in Funkquellen mit Berührung kamen, die wurden gesund eingestellt und nach jedem Jahr wurden sie gesundheitlich durchgecheckt. Und wenn sie jetzt Krankheitssymptome haben, wurden sie aussortiert und mussten, kriegten einen anderen Arbeitsplatz oder wurden also behandelt. Und so ging das Jahr für Jahr. Und das, ich habe Berichte, die über 19 Jahre gehen. Und dabei wurde Folgendes festgestellt. Es war, treten in diesen, wenn einer gesund eingestellt würde und diesen Strahlen ausgesetzt ist, also ganz verschiedener Art, bleibt sich also gleich, dann ist in der ersten Phase die der Zelle hat drei Stressphasen: Alarm, Adaptation, Erschöpfung. Und genau die treten aber nicht in kurzer Zeit, sondern in Jahren auf. Das heißt, im ersten halben Jahr oder in den ersten Monaten haben sie so eine etwas stimulierende Wirkung, die vielleicht gar nicht ernst zu nehmen ist. Dann haben sie eine längere Zeit überhaupt keine Effekte. Und dann tritt langsam die Erschöpfung ein, also diese ganzen Symptome. Und aus diesen Untersuchungen, das sind Tausende von Berichten an zigtausend von in der Radioindustrie arbeiten, wurde festgestellt, dass frühestens Symptome, wenn einer gesund eingestellt wurde, nach 3 Jahren leichte Symptome, gewöhnlich erst nach 5 Jahren oder sogar erst nach 10 oder 15 Jahren auftreten. Das heißt, vorher wurde überhaupt kein Effekte gezeigt. Und im Gegenteil, es konnte sogar festgestellt werden, dass in den ersten Phasen sogar eventuell eine stimulierende Wirkung auftreten kann. Das ist eben, der Mensch ist ein Wesen, was sich also auch sehr durchsetzen kann gegen alle möglichen. Aber dann kommt der Punkt, was Erschöpfung heißt. Und dann ist es vorbei. Also wir Menschen sind nicht immer gegen jede Sache gleich empfindlich. Wir sind auch nicht gleich empfindlich. Jeder Mensch ist anders empfindlich. Und deshalb kann der eine schon nach 3 Jahren eine Leiden haben, Elektrohypersensibilität, übrigens, wer erstmal Elektrohypersensibilität hat, sobald er immer wieder bestrahlt wird, kumulieren diese, also das heißt, wird immer wieder verstärkt. So, und ich will Ihnen hier nur einige Beispiele zeigen aus dieser Studie. Das ist das erste, war eine Hochfrequenz und 50 Hertz. Es waren insgesamt 5 Jahre Einfluss und über 40 Personen, die untersucht wurden. Die hatten, wie auch alle diese Symptome, die ich schon gesagt habe, Burnout, Magenbeschwerden, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, depressive Zustände. Davon waren 5 Jahren waren 68% erkrankt. Die andere Studie, oder Ablauf, das war auch Hochfrequenz, das da war 10 Jahre und es waren 214 Personen. Auch hier sind wieder die gleichen Symptome, also vor allen Dingen Nervenerkrankungen, Nervenerschöpfung, Schlafstörungen, Störungen des Verdauungstraktes, chronische Müdigkeit und so weiter. Hier war nach 10 Jahren 69% erkrankt. Und noch eine dritte, das waren ebenfalls, das war die Radiowellenindustrie. Hier war nach 10 Jahren, das waren 116 Personen, und nach 10 Jahren waren 85% erkrankt. Und so habe ich, unsere Studie besteht aus den solchen Teilen, wie ich sie hier gesagt habe. Und das sind Beweise. Hier hat man auch den
Ursache, Wirkung, die liegt auf der Hand. Deshalb ist unsere Studie sofort in Archiv erschienen. Aber wir hatten Glück, es war nämlich in unserem Vertrag kein Passus, dass wir das nicht veröffentlichen dürfen. Und wir haben das publiziert. Und als wir auf den Internationalen Stresskongress in Montreux das vorgetragen haben, waren die ganzen amerikanischen Wissenschaftler, die sich auch mit diesem Mikrowellenstress beschäftigt haben, waren schockiert. Denn ihre Studien gingen höchstens bis 2 Jahre. Und wenn Sie jetzt die Studien der Bundesrepublik, die hier gemacht werden, die sind ein halbes Jahr oder ein paar Tage manchmal nur, höchstens 1 Jahr. Und da finden die natürlich nichts. Ja, das ist natürlich, die Dauereinfluss, habe ich Ihnen anfangs gesagt, spielt eine große Rolle. Und ich habe mit den Leuten, die Grenzwerte aufgestellt haben, diskutiert, habe gesagt, ihr müsst den Zeitfaktor der Einwirkung, der fehlt. Und wenn der fehlt, ist das überhaupt keine Schutzwirkung. Und das darauf basieren die Gegner, die heute nicht die Wahrheit sagen, ich kann das so offen sagen, die ja den Nutzen herausziehen wollen, basieren, dass sie in den ersten, wenn sie Studien machen, ein halbes Jahr, dass sie da nicht viel finden. Kleinigkeiten, diese Wende noch vernachlässigen. Und deshalb, das sind die unabhängigen Wissenschaftler, sind heute, und das sind schon jetzt, die zählen schon bald zu Tausenden in unserem Erdball, sind der Auffassung, nur Langzeitstudien geben uns Auskunft, und zwar mindestens 5 Jahre. Alles andere, Kurzzeitstudien, ist Geldverschwendung und ich möchte sogar sagen, eigentlich Betrug. Und daher kommt diese ganze Diskussion. Und wenn man das, was ich Ihnen jetzt nur geschildert habe, ist die Ursache Wirkung, ist die Dauerwirkung. Also es gibt überhaupt kein Argument dagegen, dass diese Wellen nicht schädigen. Noch einmal, jeder Mensch reagiert anders. Wir haben sogar Phasen, wo uns das gar nicht schadet. Das wird immer unterschätzt. Aber alle können krank werden. Und das Schlimmste ist eben, dass wir diese Welt nicht spüren. So, ich habe schon miterwähnt, oxidativer Stress. Oxidativer Stress ist eine Ionisierung der Sauerstoffmoleküle. Wenn Sauerstoff verarbeitet werden soll in unserem Körper, muss er ionisiert werden, also elektrische Ladungen haben, damit er im Körperprozess eingestellt wird. Und es gibt ein Regulationssystem in unserem Körper, welches, wenn also solche Sauerstoffradikale freigesetzt werden, dass ein zweites System, das Antioxidantien-System, kontrolliert, dass nicht zu viel, dass wir optimal mit Sauerstoff versorgt werden. So, und nun ist bekannt, dass sowohl ionisierende Strahlung, also Röntgen, Radionukleine, als auch Mikrowellen dieses System zerstören. Die Folge ist davon, dass das ionisierende System immer produziert und wir Ionen, so wie bei freie Radikale haben, die schädlich auf unseren Körper wirken. Und das ist man spricht von oxidativen Stress oder freien Radikalen. In der Medizin oder vor allem in der alternativen Medizin wird heute angeboten, Antioxidantien, zum Beispiel Chlorella, Zeolit und dergleichen mehr. Die können also zum Teil diese Sachen kompensieren, aber viele wissen gar nicht, dass sie dazu Oxidantien brauchen. Und obwohl das Robert-Koch-Institut die Methode der Bestimmung der Antioxidantien anerkannt hat, hat die allgemeine Schulmedizin Zweifel daran. Ich habe zu Hause mindestens 1000 Publikationen, die nachgewiesen haben, was oxidativer Stress ist und sehr solide sind. Aber so versucht man, das ist Teil und Herrsche. Wenn man dann was Gutes oder was Richtiges rausgefunden hat, kommt eine Gegenstudie und meinetwegen nur von 3 Tagen und dann heißt, ich finde nichts. Ja, das ist also die Methode derjenigen, die uns nicht glauben oder die Leute sogar irreführen. Und deshalb sehe ich heute keinen Unterschied zwischen
nicht ionisierender und ionisierender Strahlen. Also nur die nicht ionisierenden dauern länger und sind bei schwächer Intensität, aber sie können die gleichen Symptome. Ich habe also mit russischen Ärzten Kontakt gehabt, die von Tschernobyl AKW-Verletzte behandelt haben. Das sind fast die gleichen Symptome, die dort aufgetreten sind, die ich jetzt hier aufgezählt habe, die Retardsoldaten, in Russland festgestellt wurde und in anderen Ländern mittlerweile, in den USA auch schon. Also es gibt so viele Tausende von Studien, die das belegen, und ich habe Ihnen jetzt, Frau Wolf, meine Präsentation zur Verfügung gestellt. Sie können diese Arbeiten, die ich hier angeführt habe, aus Amerika, können Sie den Leuten unter die Nase halten, sollen das studieren. Und dann, wenn Sie dann noch weiter so argumentieren, naja, dann weiß ich nicht, was Sie sehen. So, jetzt WLAN. WLAN ist also auch ein Sender oder ein System, was also ohne Antenne, ohne Kabel, nur mit Antennen entsprechend arbeitet. Und WLAN beherrscht hier mittlerweile fast unser ganzes Leben. Überall, wo drahtlose Funksysteme sind, ist WLAN. Und Sie müssen sich aber mal die Bedienungsanleitung von der Telekom mit anschauen. Das war ganz klein geschrieben. Da können Sie lesen. Die integrierten Antennen, ihre Speedport, senden und empfangen Funksignale. Für die Bereitstellung ihres WLAN vermeiden Sie das Aufstellen ihres Speedport in unmittelbarer Nähe von Schlaf-, Kinder- und Aufenthaltsräumen, um die Belastung durch elektromagnetische Felder so gering wie möglich zu halten. Haben Sie das verstanden? Und jetzt in Schulen führt man WLAN ein. Ich wiederhole nochmal. Die integrierten Antennen, ihre Speedboard, senden und empfangen Funksignale. Für die Bereitstellung ihres WLAN vermeiden Sie das Aufstellen ihres Speedboards in unmittelbarer Nähe zu Schlaf-, Kinder- und Aufenthaltsräumen, um die Belastung durch elektromagnetische Felder so gering wie möglich zu sein. So schätzt sich das schätzt Telekom ein, die Dinger verkaufen. Und keiner, der WLAN annimmt, richtet sich danach. Als ich diesen Bericht, diese russische Literaturrecherche, als die Telekom davon informiert wurde, kam die Spitze von Telekom zu mir und hat Einzelheiten verlangt. Und die haben geäußert, das war also 1998, haben damals geäußert, ja, wir fragen deshalb, es könnte es mal so sein, so gehen wie der Zigarettenindustrie. Das war damals aktuell, die also Millionen oder sogar Milliarden von Dollar auf den Tisch legen musste wegen Schädigung des Rauchens. Und der Telekom schützt sich mit dieser Bemerkung. Da sind sie raus, da können sie nichts machen. Aber sie müssen dieses Ding lesen. Genauso wie sie die Nebenwirkungen von Medikamenten lesen müssen, die auch immer nur klein geschrieben sind. So, der Professor Liebrich von Kitzing, der ein Partner mit von mir war bei dieser Gerichtssitzung in Schleswig, hat Messungen durchgeführt. Wir können also Stressmessungen durchführen mit dem Hautwiderstand, also elektrische Hautaktivität, und können, also wenn Stress ist, geht die Aktivität hoch. Und hört hier rechts ist ohne WLAN, also diese elektrothermale Aktivität, und hier ist WLAN. Ein deutlicher Faktor ist WLAN eingeschaltet. Halt das WLAN Stress, und wenn es dauernd wirkt, Dauerstress auswirkt. Und jetzt kommt noch etwas, auch Professor von Klitzing. Er hat Untersuchungen gemacht, zum Beispiel bei einer elektrosensiblen.
Das ist leider jetzt nicht so deutlich durch das Licht. Und das ist das, die Elektroaktivität unserer Muskeln. Und ich weiß nicht, ob Sie das sehen. Der WLAN hat zusätzlich noch eine pulsierende von 10 Hertz. Und diese 10 Hertz Pulse, sehen Sie, die sind also hier, die werden immer mit aufgezeichnet, wenn wir also die Muskelaktivität aufzeichnen. Wir können ja mit unseren elektrischen Diagnosteverfahren also die Muskelaktivität, Herzaktivität, Hirnaktivität, Hautaktivität, können wir das alles über Tage, über Wochen sogar feststellen. Also das heißt, wenn WLAN Angestelltes einwirkt, dann haben wir also auch diese 10-Hertz-Pulsation, die typisch ist, die aber wie ein Hammer wirft, das werden wir gleich sehen. Und nun hat er aber WLAN abgestellt. Und was stellt er bei dieser Patientin, also auch eine Elektrohypersensible, treten die WLAN-Pulsation genauso auf, wie wenn WLAN angestellt ist. Wissen Sie, was das bedeutet? Da hier hat sich ein WLAN-Stress Gedächtnis gebildet. Wir kennen das Schmerzgedächtnis. Die Ärzte sind heute angewiesen, möglichst, wenn Schmerzen sind, nicht lange dauern, weil ein Gedächtnis gebildet wird. Und dann haben sie noch Schmerzen, obwohl die Ursache längst vorbei ist. Seit mehreren hundert Jahren kennen wir den sogenannten Phantomschmerz. Das heißt, wenn ein Mensch zum Beispiel einen großen Zeh heftige Schmerzen hat, und jetzt wird ihm der Unterschenkel amputiert, nimmt er mit seinem Gehirn immer noch die Schmerzen im großen Zeh wahr. Und genau das macht WLAN. Das heißt, wenn erst ein Gedächtnis gebildet ist, stehen sie ständig unter diesem WLAN-Stress. Und der Professor Kitzing ist also ein ganz exakter Mensch. Und da gibt es also nicht dran zu schreiten. Also das sollen sich diejenigen, die Gegenargumente bringen, das mal ansehen. Und Kinder, die nun ausgesetzt sind und haben ein Gedächtnis, ein solches WLAN-Stress-Gedächtnis gebildet, dann können sie das immer haben. Dann haben sie natürlich immer Kopfschmerzen, haben immer Beschwerden und so weiter, können sich nicht konzentrieren und schließlich endet das noch in allen anderen Dingen. Also das sind Befunde, die nicht abzustreiten sind. So. Das habe ich gerade schon gesagt. Aber trotz dieser Einschränkung von Telekom oder dieser Information wird in Wohnungen, in Hotels, in Flughäfen, in überall Reisezügen, Krankenhäusern, Altersheimen und Schulen WLAN eingesetzt. Und das ist meines Erachtens, kann man einfach nicht verantworten. Und dann müssen wir noch, es gibt auch natürliche Mikrowellen, also ich werde Ihnen gleich das noch zeigen. Und ich werde immer gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen den natürlichen Mikrowellen, die auf uns einwirken, zum Beispiel die elektromagnetische Strahlung der Sonne, das Magnetfeld der Erde und so weiter. Der Unterschied ist der, alle technischen Systeme, also auch hier die Hacken, die sind ganz exakt mit ihren Wellen. Also das heißt, sie polarisieren, sie haben einen bestimmten, ganz exakten Rhythmus von Zeit zu Zeit. Unsere Frequenzen, auch unsere Herzfrequenz, ist nicht regelmäßig, wenn man das in Millisekunden misst, sondern unregelmäßig. Heute ein ganz wichtiges diagnostisches Verfahren der Kardiologie, Herzfrequenzvariabilitätsprüfungen. Und wenn der Mensch zum Beispiel das wussten wir schon in alten China, die Ärzte haben damals gesagt, wenn das Herz so schlägt, wie der Specht pocht, immer gleichmäßig, dann ist der Tod nicht mehr weit. Und diese Frequenzvariabilität, ob das im Herzen ist, ob das in Hirnströmen ist, die wird durch diese zum Beispiel 10-Hertz-Pulsation, wie sie
die WLAN haben, wird dieser wird aufgezwungen, entsteht Stress und somit also auch Störungen in unserer ganzen Funktion, zum Beispiel also auch Gedächtnisstörungen und so weiter. So, noch einmal, alle technischen Strahlungen, ganz gleich welcher Art, polarisieren und erzeugen Stress. Und da haben wir unheimlich viele Daten. Wenn uns die Techniker immer vorschreiben, ja, du musst doch heute eine Studie machen für die neue 5 Hertz oder für die zum WLAN, ihr habt nur von damals die Funkwellen. Wir brauchen gar keine neuen. Unser Körper reagiert nicht so, wie die Techniker denken, sondern wie unser Körper ist. Und wenn das so in dieser Weise wie der Specht hackt, dann schadet es unserem Körper. So, hier habe ich nur, um die WLAN-Studie noch zu verfolgen, von Diagnose Funk wurde im vergangenen Jahr eine Studie von einer Biologin, Isabel Wilke, ausgegeben, wo sie 100 Studien analysiert hat und die beweisen, dass WLAN die Gesundheit schädigt. Und zwar die Zellen schädigt, die Fruchtbarkeit schädigt, das Gehirn schädigt und auch das Verhalten. Vor allen Dingen, wenn es auf Kinder drängt. Und wenn Sie zum Beispiel Ihr Smartphone so schön in der Nähe tragen, Ihre Hoden, dann schädigen Sie Ihre Hoden, die Spermien und Embryo. Hier hat Diagnose von 130 Studienergebnisse, alles echte Studienergebnisse, die überhaupt gar nicht anzuzweifeln sind, präsentiert. Im Jahre 2016. Alles steht zur Verfolgung. So, dann ist Folgendes festgestellt in 2 amerikanischen Studien und in einer russischen Studie, dass durch die Einwirkung von den Funkwellen unsere Nervenzellen blank gelegt werden, wie man kann. Unsere Nervenzellen haben die Markscheide. Die schützt sie und gleichzeitig laufen da aber auch elektrische Ströme, bioelektrische Ströme. Und durch Funkwellen werden diese, das hat man im Tierexperiment natürlich festgestellt, nicht bei Menschen, werden diese Markscheiden beseitigt und versuchen dann natürlich entsprechende, werden die Funktionen im Nervensystem verändert. Heute wissen wir von Menschen nur, dass die multilaterale Sklerose, dort wird die Markscheide beseitigt bei dieser Krankheit. Und wenn man also das, wenn das weiter dauert, selbst die Behandlungen, werden also viele dieser Markscheiden, diese Nerven blank gelegt. Keiner hat bis jetzt untersucht, ob eventuell zwischen der multiplen Sklerose und Funkwellen Einfluss eine Rolle spielt. Das wäre zum Beispiel zweckmäßig, dass man solche Untersuchungen macht. Aber dafür gibt ja die Kommunikationsindustrie kein Geld aus. Und hier noch eine Studie, eine große Studie, die in den USA gelaufen ist, im vergangenen Jahr, vor 2 Jahren. Hier ist einwandfrei bewiesen worden, die Funkwellen sind krebsverursachend. Und von unabhängigen Wissenschaftlern wird gefordert, dass die WHO die Funkwellenstrahlung an erste Stelle stellt, als an erster Gefahrenstufe für die Krebserregung. Aber bis jetzt hat sich da auch noch nichts gerührt. So, und jetzt möchte ich noch ein paar Bemerkungen zum Grenzwert, den ich ja schon kritisch beleuchtet habe. Wie ist der Grenzwert entstanden? Es gibt einen Verein, der sich ganz kurz nennt, also Internationale Kommission für nicht ionisierende Strahlung und ihre Wirkungen. Und dieser Verein maß sich an, uns diese Dinge, ist ein Verein, ist keine staatliche Institution, aber sie wird schon wie eine staatliche Institution überall von Regierungen anerkannt. Und die haben zum Beispiel um der Festlegung des jetzigen Grenzwertes, haben sie Sonnenstrahlen
Wirkungen und Mikrowellenstrahlung verglichen, haben dann das an Leichen überprüft. Aber Leichen reagieren ganz anders als lebende Menschen. Und da zu einer Zeit ein Mitglied dieses Vereins, Vorsitzender der Strahlenschutzkommission der Bundesrepublik Deutschland war, hat die Bundesregierung aufgrund seiner Empfehlung den Grenzwert als Gesetz beschlossen. Hier ist das, Sie sehen, die Angabe, können Sie nachlesen, ist also alles da. Der Grenzwert ist ein Mythos. Außerdem fehlt die Dauer, das habe ich Ihnen jetzt schon deutlich gesagt. Ach so, nun wurde das in das Landesgericht Frankfurt hat beschlossen, dass ein Ort, da sollte eine Funksenderanlage auf dem Kirchturm angebracht werden, wurde vom Gericht abgelehnt und verboten von diesem Telekom. Und als Sachverständiger war auch wieder der Professor Selny, ein Mitglied dieses Vereins, und er wurde als gehört. Und er wurde, das ist in den Gerichtsakten jetzt, können Sie nachlesen, er hat gesagt, er wurde gefragt, welche Untersuchungen haben Sie bei Festlegung des Grenzwerts am Menschen gemacht? Da hat er schließlich rausgestottert, Doppelblindstudie. Na, wie viel denn? Zwei. Und wie viele Leute haben Sie da? Zwei Personen. Und wie lange hat das gedauert? 2 Tage. So, darauf beruht unser Grenzwert. Er hat überhaupt keinen Schutz. Und jetzt etwas anderes. Schon 1968 war ich in Washington auf dem Weltphysiologie-Kongress und da stellte ein Neurophysiologe namens José Delgado, ein Spanier, der aber in den USA gearbeitet hat, folgendes ein Filmexperiment vor. Er hatte eine Affenherde und da war immer folgendes, und da war ein Leitaffe, er nannte ihn Affenboss. Und dieser Leitaffe, wenn er irgendwie gereizt oder wütend war, lernte er seine Pfote ins Maul und brüllte und schlug dann auf die schwachen Affen ein, biss sie und so weiter. Delgado hat da Folgendes gemacht, hat auf das Gehirn des Leitaffens an eine bestimmte Stelle einen Empfänger gestellt und einige Meter davon einen Sender. Und wenn der Hebel gedrückt wurde, dann wurde der zahm. Und die Affenherde war dann so trainiert, wenn also der Leitaffe den Pfote ins Maul lief, ein Affe drückte den Hebel und da wurde der Leitaffe ganz zahm und hat nicht mehr wütend. Wissen Sie, wer sich das schnell interessiert hat? Damals wurde viel umstritten diskutiert. Alle Geheimdienste, die es überhaupt gibt, waren die amerikanischen. Und der Delgado hat ein Buch 1971 rausgebracht, Physiologische Kontrolle des Geistes. Und in dieser Situation sind wir heute auch. Das heißt, dass ich mit Funkwellen und meine geistigen Prozesse, mein Verhalten, so wie es an den Affen geschehen ist, beeinflussen kann. Hier sehen Sie noch einmal wieder. Das sind unsere Gehirnwellen, die noch in vielen Frequenzen natürlich. Wenn die jetzt von einem Sender kommt, können die also jetzt beeinflusst werden. Ich hatte Ihnen schon gesagt, bei den 10-Hertz-Puls werden die regelrecht polarisiert und stören die Wirkung. Aber sie können jetzt hier Frequenzen modelliert werden und aufgrund dessen angepasst und jetzt bestimmte Körperfunktionen beeinflussen. Sie können also durchaus also diese Möglichkeit haben Sie, dass Sie mit den Funkquellen die Gehirn, das Verhalten, also alles in entsprechender Weise regulieren können. Sagen Sie bitte nicht, das wäre Verschwörungstheorie, das sind jetzt perfekte. Sie können das Buch von Delgado nachlesen, auch noch viel mehr. In den USA gibt es eine ganze Reihe Bücher, wo schon das. Aber hier gibt es noch Folgendes. Ein deutsches Patent
Gedankenübertragung aus dem Jahre, Moment, ist das 1992. So, und die Zusammenfassung von diesen will ich nur vorlesen, damit Sie das sehen, dass es sowas nicht irgendwie etwas ist. Die ist die, die Erfindung betrifft Einrichtungen und Verfahren zur Übertragung von Informationen über Entfernung mittels elektromagnetischer Strahlen ohne Notwendigkeit elektronischer Hilfsmittel seitens des Empfängers zur Umwandlung der elektromagnetischen Strahlung in akustische oder optische Signale, wie zum Beispiel Radio, Fernseher oder Mobilfunkgerät. Erfindungsgemäß wird gebündelte, modulierte elektromagnetische Strahlung den Organismus des Empfängers derart gesendet, dass bei diesen Reaktionen ausgelöst werden, die einer beabsichtigten Gedankenübertragung entsprechen. Das ist keine Spinne, das ist ein Patent, gucken Sie sich an, können Sie sich abschreiben. Und in den USA gibt es viele dieser Patente. Und die Heimdienste arbeiten auch mit diesen. Und noch mehr, im vergangenen Jahr, nee, in diesem Jahr, hat der Leiter des Büros für Technik Folgeabschätzungen im Deutschen Bundestag, Armin Grünwald, Folgendes formuliert, hier auf Gnosefunk nachzulesen. Zu keiner Zeit der Menschheitsgeschichte hat es derartig gute Bedingungen für totalitäre Diktatur gegeben wie heute. Was Hitler an Propagandamöglichkeiten hatte, was die Stasi an Überwachungsapparat hatte, ist Kinderkram gegen das, was heute möglich ist. So, also das ist nicht irgendwie aus der Luft gegriffen, das sind alles Fakten. Ich arbeite nur mit Dokumentation. So, jetzt möchte ich Ihnen aber, warum diese Mikrowellen, Funkwellenstrahlungen für uns so schädlich sind. Wir sind mit der Natur verbunden und unsere ganze Hülle, unsere Erde ist elektrisch geladen. Das erleben wir also bei Blitzen, da sind also Entladungen. Und ich habe Ihnen schon gesagt, wir können unsere biologischen Ströme messen. Und wenn das EKG oder das EEG nicht normal ist, dann wissen wir, dass der Mensch krank ist. Das demonstriert die zweite. Wir sind also elektrisch, bei uns funktioniert alles elektrisch. Und der klinische Tod wird heute durch das Aussetzen der Hirnstromkurve, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, bestimmt. Also das heißt, wenn der Mensch keine Elektrizität mehr hat, dann ist er tot. Dann hat er überhaupt, und da haben die Leute an Leichen überprüft, wie elektromagnetische Wellen funktionieren. Und nun noch, das sind zum Beispiel nochmal die verschiedenen Formen. Sie sehen die Variabilität, das sind längst nicht alle, der Hirnaktivität. Ich habe mich Jahrzehnte damit beschäftigt und wir sind so flexibel, aber wir können aus diesen Kurven können wir Zustände, Schlaf, Wachsein, Relaxation, vieles andere können wir schon seit Jahren als Ärzte feststellen. Und wir, die Hülle der Erde ist in verschiedenen Funktionen immer elektrisch geladen, ganz gleich wie wo sie sind, aber in 45.000 Kilometer über der Erde haben wir das geomagnetische Feld. Das ist ein Schutzschild unseres Planeten gegen Sonneneruption. Das sieht so aus, wenn die Sonne Strahleneruption hat, sind das alles elektromagnetische Felder. Und wenn die auf unserer Erde ohne Schutzschild treffen, wird doch alles zugrunde gehen. Und und dieses elektromagnetische Feld, Schutzschild der Erde, das ist unser Planet, fliegt, also ist immer unsere Erde bei der Umkreisung, die Sonne schützt uns. Wenn das nicht existiert würde, würden wir auf der Erde überhaupt kein Leben.
Und nun hat man auch festgestellt, dass bestimmte Frequenzen gesendet werden, vor allem die sogenannte Schumannsche Welle, die mit 0,1 Gauss, im Kühlschrank hat 200 Gauss, von kommt, und hat unsere Eigenrhythmik im Laufe der Evolution bestimmt. Und so, die, unsere Zellen haben, das kann man also im Mikroskop sogar beobachten, haben eine Kommunikation, die in Eigenfrequenzen, die um so ungefähr 8 bis 12 Hertz in dieser Weise auch mal in bestimmter Weise abändert. Also unsere Eigenfrequenz ist vorhanden. Und wenn Sie zum Beispiel Schüttelfrost bei Fieber haben, dann will der Körper die Eigenfrequenz wiederherstellen, weil damit also das Fieber runtergeht. Oder ein Gewichtheber, der zittert, der will seine Muskeln schonen durch das Zittern, weil er die Eigenfrequenz damit stimuliert. Und als unsere Kanzlerin gezittert hat, was durch die ganzen Medien gegangen ist, das war nichts anderes als die Wiederherstellung ihrer Eigenfrequenz. Wahrscheinlich durch die, außer irgendwelchen Gründen, das weiß ich nicht, aber das kann bei Stress, bei emotioneller Rührung oder bei anderen Dingen oder auch bei Wut, können die Eigenfrequenz, kann dieses Zittern aufstehen. Und Tremor, also Zittern, ist ein Symptom, was wir gerade bei Elektromagnetsymptomen häufig festgestellt haben. So, nun hat, auch das ist wieder, das können Sie alles nachlesen, ich habe den Professor Weber selbst gekannt. Er hat in München, im Andex-Bunker, hat er geprüft, ob es diese Welle gibt und wie diese wirkt. Und dabei hat er festgestellt, dass diese Schumannsche Welle unsere innere Uhr über die Hirnfunktion, über ein Gehirn und über die Zirbeldrüse. Die Zirbeldrüse schaltet Melatonin aus und das ist das Schlafhormon. Also das heißt, dass von dieser elektromagnetischen, geomagnetischen Feld unserer Erde, die Schumannsche Welle, wie sie bezeichnet wird, unsere Funktion reguliert, dass wir schlafen und wach sind. Er hat daraufhin einen Eisenbunker gebaut, dass diese Welle von nicht mehr durchkam und Menschen drin gehabt, die wurden haben sofort die Erscheinungen bekommen, die uns von Jetlag-Syndrom bekannt sind. Befinden, Störungen, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit und dergleichen mehr. Wenn er da jetzt in diesem Bunker eine imitierte Schumannsche Welle, was heute die Magnettherapie ist, eingesetzt hat, dann funktionierte das wieder. Also das sind alles Untersuchungen, die also dargestellt sind, die Sie nachlesen können, die also keine Zeit zu beschreiten sind. So, und so, wenn jetzt Sonnenstürme sind, wirken die aufs elektromagnetische Feld. Und wenn starke Sonnenstürme, gibt es besonders bei Nervenkranken starke Reaktionen und Symptome. Oder aber auch depressive Zustände, ähnlich wie beim Föhn. Wenn die vorbei sind, ist alles wieder in Ordnung. Also das heißt, wir brauchen ein störungsfreies elektromagnetisches, also die Symbiose, die Verbindung zwischen elektromagnetischem Feld und Mensch und unserer Hirnfunktion. Und jetzt, wenn wir ein Netz über uns bilden, was nun bei G5 ganz besonders dicht sein soll, das heißt die Funkwellen, dann wirken diese Funkwellen genauso wie die Sonnenstürme und rufen Krankheiten und so weiter hervor. Das heißt, durch die Funkwellennetz, was uns überdeckt, wird unser normales Umwelt zum geomagnetischen Feld gestört. Das wird meistens als Umwelt nicht betrachtet, aber das ist unsere Umwelt. Ohne dieses gäbe es kein Leben und das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Und das ist auch ein weiterer Faktor,
Dass wir also jetzt zum Beispiel, was die der Musk zum Beispiel machen will, Satelliten aufstellen will mit G5, da sind wir völlig isoliert und haben nicht mehr die Kontakte zu diesem geomagnetischen Feld. So, jetzt, das ist nun ein ganz großer Streitpunkt, der also auch von den Gegnern der Wahrheit provoziert wird. Es gibt ein Buch von zwei Ärzten, die sich lange, Christine Aschermann, die selbst elektrosensibel ist, Cornelia Waldmann, die sehr Aktivistin ist. Cornelia, da will ich nur einen, weil ich ihren Namen gerade höre. Cornelia Waldmann-Seemann hat Untersuchungen angestellt, wie elektromagnetische Felder unsere Bäume zerstören. Und hat das also dokumentiert. Ich kriege von einer Berlinerin, die fotografiert alle, wo eine Antenne steht und die Bäume rundherum. Die sind alle in irgendeiner Weise beschädigt. Gestern wurde in Nachrichten ein Bericht gebracht, dass in Deutschland 50% der Wälder nicht gesund sind. Ja, aber wir brauchen die Wälder. Wir brauchen die Bäume. Wir haben eine Lebensgemeinschaft zwischen Baum und Mensch. Der Baum atmet Sauerstoff aus, gibt uns Sauerstoff, und wir atmen CO2 aus und geben das dem Baum. Und so ist das eine Gemeinschaft, das ist chemisch bewiesen und so weiter kann man. Und jeder Baum, der fällt, schafft nicht nur einen Überschuss an CO2, sondern vermindert uns auch den Sauerstoff. Und wenn das so weitergeht, wie in Brasilien, in Australien, überall, dass die Wälder abbrennen, dann wird unser Klima verändert. Aber dann geht uns auch die Luft im wahrsten Sinne aus, nämlich die O2. Und deshalb ist meines Erachtens, wenn wir das Klimaproblem lösen wollen, Aufforstung. Die Staaten müssen verpflichtet werden, aufzuforsten. Dann ist es also, dann haben wir, dass wir genug Bäume haben, und dann wird auch das Klima positiv beeinflusst und die menschliche Gesundheit auch. Aber jetzt zurück noch einmal zur Hypersensibilität. In diesem Buch ist es also beschrieben, ausführlich, viele Fälle, und dagegen gibt es sogar Anleitungen teilweise vom Gesundheitswesen, selbst von der Weltgesundheitsorganisation, wo so ein Mann von diesem Verein sitzt oder sich reingesetzt hat, dass elektrohypersensible Patienten, ich habe viele davon erlebt, zur Psychiatrie eingewiesen wurden, und gemeint ist das Einbildung. Das ist eine Schande, möchte ich sagen, wenn das überhaupt macht und dass Ärzte da überhaupt mitmachen. Das ist eine ernste Erkrankung. Wie gesagt, ich habe mindestens 1000 Leute von dieser Art und Weise gesehen. Mag sein, dass der ein oder andere ängstlich ist, aber die Strahlen wirken und bewirken diese Hyperelektrosensibilität. Und wie gesagt, die wurden schon 1970 beschrieben von der Sinaida Gordon, in englischer Sprache auch. Und sie waren, und je mehr wir jetzt ausgesetzt sind, umso stärker können die werden. Ich kenne Familien, die elektrosensibel sind, die nicht mehr im Zimmer leben können. Die gehen in den Keller, um dort zu schlafen, und ähnliches mehr. Aber Arztorganisationen und Organisationen haben das erkannt. In Russland wurde schon 1995 ein Dekret erlassen, dass Kinder unter 18 Jahren kein Handy nutzen sollen. Leider ist das jetzt auch durchbrochen worden. Die französische Nationalversammlung hat in diesem Jahr den Beschluss gefasst, dass in den Schulen kein WLAN, kein Computer, kein Handy genutzt werden soll. Das ist eine weise Anweisung. Also das im Grunde genommen sind Kinder unter 16 Jahren damit geschützt. Auch in
Österreich hat die Ärztekammer immer wieder darauf hingewiesen, wir müssen unsere Kinder schützen. Auch es gibt eine Petition der Ärztekammer Österreich und der Zypern, die aufgerufen haben, schützt die Kinder vor elektromagnetischen Fällen. Und hier ein Artikel und mit der Überschrift und mit Inhalt, ich will nur kurz sagen, Berit Dauer ist ein Experte des englischen Geheimdienstes, da hat er lange gearbeitet und weiß, was er sagt und hat an Entwicklung von elektromagnetischen Waffen gearbeitet. Und er hat sich distanziert von den allen und propagiert heute oder beweist, was alles gemacht wird. Und er hat festgestellt, wenn Kinder mit WLAN bestrahlt werden, dass sie dann als Frauen, wenn sie schwanger sind, dass 53% oder 57% Missgeburten oder Fehlgeburten. Und er hat einen Artikel geschrieben, WLAN, eine Gefährdung die, im Ausmaß von Gondagan. Gondagan ist ihnen geläufig. Sicherlich ist das jetzt nur ein Befund, aber das müssen wir mit. Und wir müssen unsere Kinder schützen. Manfred Spitzer, ein Psychiater, er hat ein Buch geschrieben, Digitale Demenz, wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen. Er hat 250.000 Jugendliche untersucht mit ihrem Handy und so weiter. Hat festgestellt, mit Depressionen, dass die Kinder Sprach- und Lernstörungen haben, wenn sie ständig das Handy haben oder dauernd am Computer. Aufmerksamkeitsdefizite, Stress, Depression, zunehmende Gewaltbereitschaft und so weiter. Er wird da aber nicht ernst genommen. Seine Arbeiten sind also wirklich exzellent. Er, also das heißt Manfred Spitzer und dann der amerikanische Spezialist, auch ein Psychiater, Martin Pall, haben festgestellt, dass es eine Parallele gibt zwischen der Entwicklung der Vernetzung unserer Welt mit Funknetzen und mit Depressionen. Fakt wird zwar auch von vielen angezweifelt. Fakt ist, dass in den letzten 50 Jahren die Depressionskranke rapid angestiegen sind und heute schon als zweite Krankheitsursache vorhanden sind nach den Infektionskrankheiten. Aber Arbeitsausfalltage weltweit stehen sie an erster Stelle. Und die Ärzte können gar nicht richtig umgehen, die geben Antidepressiva. Da kann man sogar verschlimmern, die Antidepressiva sind umstritten in ihrer Wirkung. Damit kann man die Depression nicht bringen. Man muss also hier auch auf die Quelle, auf die Ursache doch einmal einen Blick werfen und sonst die gesunde Lebensweise ins Spiel führen. Der amerikanische Arzt Dr. Dossey hat ein Wort geprägt, FOMO. Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. FOMO, das leiden heute viele unserer Jugendlichen. Ich sehe das auch, einen Enkel habe ich, der sagt, ich bin arms. Ich habe irgendwas vergessen, ich muss noch was wissen und so weiter. FOMO ist also immer die Gier, immer auf den Neuesten zu bringen. Und damit werden die Kinder, die Jugendlichen in einen Dauerstress versetzt. Und dieser Dauerstress führt dann zur Digitalisierungssucht. Und die wiederum führt zu Hirnveränderungen. Das ist auch nachgewiesen. Der Mandelkern wird dann mit gestört. Und schließlich zur Gefühlsarmut, zur Demenz und so weiter. FOMO. Die Gehirnforscherin Dr. Teufert-Noth aus Bielefeld hat sich viel mit den Kindergehirn beschäftigt und sie warnt, sie sagt, wir machen aus unseren Kindern Psychopathen, wenn wir weiter die Handy lassen. Und sie hat um den Kindern in einem Vortrag, um den Jugendlichen das klar zu machen, was ist, sie haben gesagt, wie ein Hacker zum Beispiel ein ganzes Krankenhaus lahmlegen kann mit Wellen. Genauso können die elektromagnetischen Wellen bestimmte Regionen in unserem Gehirn
außer Kraft setzen und somit also Schädigung. Sie meint sogar, dass das schlimmer ist. Das ist also auch eine Erscheinung, die wir beachten müssen, die schon gar keine direkte Wirkung hat. Das ist die Folge von der ganzen Digitalisierung und Handy. Selbst das Deutsche Ärzteblatt, also das Organ der Bundesärztekammer, hat 2016 schon die Internetabhängigkeit Krankheit, als epidemischen, mit epidemischen Ausmaßen beschrieben. Unter anderem sind dann Suizidgedanken, Depression, Autismus, Aggressivität, Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivität. Also die Handysucht ist weit, weit verbreitet. Ich hatte jetzt vor kurzem, kam ein Arzt aus USA zu mir mit seiner Frau, die hatte Handysucht nach 8 Jahren Dauerhandygebrauch einen Hirntumor. Den haben die Neurochirurgen in den USA haben ihn also entfernt und ihr gesagt, er soll kein Handy mehr nehmen. Der Tumor ist durch die Handysucht entstanden. Die Folge war von der Tumorentfernung, dass sie epileptische Anfälle bekam, wo selbst Medikamente nicht haben. Der Arzt kam zu mir mit seiner Frau und war 8 Tage da. Ich habe ihm zwar helfen können bezüglich der Epilepsie mit Alternativmethoden, aber von der Handysucht konnte ich nicht befreien. Obwohl die Frau in diesem Zustand, Krankenzustand war, hat die weiter rund um die Uhr telefoniert. Und das ist jetzt die Handysucht, kann also sehr gefährlich sein. Das ist genauso wie Drogensucht, das ist genauso wie Arzneimittelsucht, wie Alkoholsucht, genauso schlimm. Und hat solche Folgen, wie ich jetzt dieses Beispiel nannte. So, in anderen Ländern ist es anders. Gerade dieser Tage habe ich einen Bericht gelesen von TBA, dass in Bandung, also in Indonesien, der Bürgermeister die Kinder wegbringen will von Handy. Und er hat 2000 Küken an die Kinder verschenkt mit dem Auftrag, sie sollen sie aufziehen, um damit wieder zum Leben, zur Biologie, zur Natur Verbindung zu schaffen. Und jedes Kind hat in einem Käfig, wie das wir sehen, mit der Aufschrift, pass gut auf mich auf. Und er nennt die ganze Aktion, wird Hühnerisierung zwar genannt, aber dort wird was gemacht. Und ich finde, das ist das, was wir machen müssen. Wir müssen die Kinder zur Natur zurückführen, zu solchen Sachen. In Deutschland wäre zum Beispiel angezeigt, dort, wo die kranken Bäume sind, neue Bäume zu pflanzen. Das wäre eine Aufgabe der Schule, das wäre eine Aufgabe der Bürgermeister, müsste das Land zur Verfügung stellen. Dann würden wir die Handysucht schon wegbekommen. Dann würden die Kinder erstmal wieder die Natur kennenlernen. Viele Kinder, die jetzt schon, oder Jugendliche, die schon 10 Jahre Handy brauchen, die haben schon gar keine Beziehung mehr zur Natur. Und in Taiwan gibt es ein Gesetz, das die Eltern verpflichtet, ihre Kinder täglich 2 Stunden ins Freie zu schicken. Da geht es vor allem um die Augen. Denn wenn die Kinder vor dem Blaulicht sitzen, diese Blauschirme, stören die Augen, weil das schädliches Licht ist, das kommt noch hinzu. Das sind also Maßnahmen. Mich hat kürzlich ein chinesischer Arzt besucht und hat mir erzählt, in China läuft zwar die Handys auch, aber sie versuchen die Kinder in bestimmter Weise, dass sie sich zumindest schützen. Und sie machen Übungen, die würde ich als Arzt als Bindegewebsmassage des Gesichtes bezeichnen. Alle 2 Stunden in der Schule geht's los, kommt Signal, dann müssen Sie sich also zum Beispiel hier massieren, dann müssen Sie hier massieren, dann das ganze Gesicht massieren, dann hier unter der Nase, dann hinter den Ohren, den Rücken und immer wieder das Gesicht einschauen. Das dauert ungefähr 5 Minuten. Das ist eine Maßnahme meines Erachtens, die zumindest vor Handyschutz, Handysucht und Ähnlichem schützen kann. Sie sehen, Länder machen vieles und wir müssen Initiative ergreifen, die Kinder weg von Handy zur Natur. Ja, und nun noch etwas.
Sie sehen die Überschrift: Kinder der Tech-Eltern in Silicon Valley dürfen keine Smartphone benutzen. Silicon Valley ist es bekannt, ja? Das ist Google, Facebook, Apple und so weiter, die sind die ganzen. Und er hat es ein Online-Interview gegeben im Jahre 2018, am 18.11. Dort hat er Spiegel Online hat einen amerikanischen Journalisten, Lenier, interviewt. Und der hat das berichtet, dass die Eltern, die alle bei Google und Facebook und überall arbeiten, ihren Kindern verbieten, Smartphone und Computer zu benutzen, Schirmbild zu schützen. Ja, das müsste man hier, ich bin der Meinung, wer seine Kinder liebt, sollte das genauso tun. Ja, jetzt zu 5G. Ich habe jetzt nur zu dem gesprochen und auch nur die Spitze des Eisberges dargelegt, was wir kennen von dem bisherigen System. Und nun da geht es ja von 1 bis 5G, 4G, die verschiedenen Systeme. Aber jetzt kommt das 5G. Und was das Neue ist, Aussage von entsprechenden Firmen, die die herstellen, während bisher die Antennen hoch waren, das heißt, sie waren ja auf Kirchturm und so weiter, um zu wirken, also ganz hoch. Das trifft für alles bisherigen Systeme zu. Bei 5G sind die Antennen möglichst niedrig. Sie sind in unserer Höhe und konnten wir uns noch so ein bisschen ducken. Aber jetzt gibt es das nicht mehr, wir werden ganz bestrahlt. Und die zweite Sache, die bisherigen Sendetürme und so weiter hatten eine Sendekeule pro Sendeeinrichtung. Und 5G wird 64 haben, 8x8. Ihr könnt sich vorstellen, was auf uns runterprasseln kann. Da können also nicht nur die schwachen Wellen, Mikrowellen, sondern also auch die anderen entsprechend wirken. Und jetzt habe ich gerade gestern eine Information erhalten, die Meteorologen wehren sich gegen 5G, weil sie 5G haben, können sie nicht mehr den Wasserton, also die Wolken und so weiter. Sie können keine Wettervorhersage machen. Hier wird mit der Lore zitiert, dass sie allein gelassen werden mit ihren Bedenken. Das müssen wir verhindern. Der wird das Klima verhindern. Nicht mehr allein durch CO2. Wenn wir Bäume haben, braucht man das gar nicht. Aber wir müssen G5 verbieten. Da wird unser Wetter beeinflusst. Wir wissen noch längst nicht alles, was G5 bringen kann. Entschuldigung. Aus dem Grund, weil eben noch gar keine Untersuchung weiter, nur interpolieren, was also alles passieren kann. Und da beschäftigen die verschiedenen Wissenschaftszweige, wie auch die Meteorologen. Was machen wir, wenn wir keine Wettervorhersage machen? Aber wenn die Wettervorhersage gestört wird, wird auch das Wetter gestört. Ja? Und ich bin nun also fast 96 Jahre. Ich habe aber noch nie in meinem Leben erlebt, was jetzt in den letzten, vor allem im letzten Jahr, und jetzt nämlich der plötzliche Wasserfallregen, und zwar über Großstädten, in München, in Madrid, in Berlin habe ich selbst erlebt. Innerhalb von 20 Minuten stand so hohes Wasser auf den Straßen, dass die Autos nicht mehr durchführen. Wenn ich jetzt die Meteorologen noch sehe, diese Information, die Funkwellen können also den Wasserdunst beeinflussen. Und die konzentrieren das. Das ist ja alles geht alles durch Ionen. Und dann kommt das so, konzentrieren und kommt runter. Das ist meine Hypothese, die noch nicht bewiesen ist. Aber ich kann mir das vorstellen, dass solche Wasserfallregen, der zunehmend ist, und meine Beobachtungen in den letzten Jahren waren es vor allem Großstädte, hier können also Funkwellen auch wirken.
Und wenn die Hilfe, die Meteorologen um Hilfe schreien, dann ist das sicherlich berechtigt. So, meine Forderung als Arzt, der die Gesundheit und die Lebensqualität der Menschen ein Herzensbedürfnis ist. Gesundheit zuerst, Digitalisierung, 5G, niemals. Das ist meiner Sache eine Entwicklung, wir müssen zur Natur zurückfinden. Und wenn wir das nicht machen, schon 1971 hat der Club of Rome gesagt, wir müssen uns verändern oder wir können nicht mehr auf der Erde leben. Wir müssen verschwinden. Das war eine harte Aussage und vielleicht auch eine Drohung. Ich will damit gar nicht drohen. Aber wir müssen was tun, dass wir unsere Natur, unser Menschenleben, unsere Gesundheit, das Leben unserer Tiere, unserer Bäume, müssen wir also unbedingt schützen. Und hier ist die Technisierung, die Digitalisierung der große Gegner. Wir können, und der Trend, dass die psychischen Störungen zunehmen, einwandfrei, was ich Ihnen nur an Beispielen gezeigt habe, durch die Funkwellen und die damit verbundenen Folgeerscheinungen, müssen wir auch für die psychische Gesundheit etwas tun. Und da wird bisher zu wenig getan. Depressionen dürfen nicht aufstehen, dürfen nicht entstehen und die Folgeerscheinungen davon. Sondern wir müssen verhindern, dass wir gesunde Kinder haben. Aber wenn Sie glauben, dass wir 5G wäre schon alles. Ich bin im August aufgeschreckt, als ich Spiegel Online las. Dass in Genf im August aus 65 Ländern Vertreter diskutieren über die Entwicklung von autonomen Waffen, also von Killer-Robotern. Dass man überhaupt darüber diskutiert, weil die Meinung, meines Erachtens müsste das verboten werden. Die Killer-Roboter, die schießen auf jeden, nicht wer das auch ist. Und das hat der deutsche Kosmonaut oder Astronaut Alexander Gerst gespürt. Er hat im vergangenen Jahr hat er versucht, den Roboter Justin von der internationalen Spähstation zu steuern, weil man die Vorstellung hat, man könnte mit Robotern den Mars besiedeln. Das ist Quatsch, dafür wird Geld ausgegeben, für nützliche Sachen nicht. Und der Justin hat was ganz anderes gemacht, was der Alexander wollte. Also das heißt, wenn man jetzt Killerroboter, die machen das, was sie wollen und nicht, was eventuell gesteuert wird und dass es sich selbstständig macht, haben wir dann eine Kriegsarmee von Robotern, die Menschheit beschießt. Ebenfalls keine. Entschuldigen Sie bitte. Ebenfalls keine Verschwörungstheorie, sondern Wahrheit. Und nun noch ein Zitat von einem klugen Minister, der ehemalige Postminister der Bundesrepublik, Dr. Wolfgang Birch, hat 1993 auf einer Pressekonferenz, wo es um die Einführung von Netzen ging, gesagt, die aufgeregte Diskussion über die Kernenergie dürfte in Relation zu dem, was die Mobilfunknetze uns noch bescheren werden, nur ein laues Lüftchen sein. Ich glaube, er hat recht gehabt. Einig müsste jedes Handy so bestückt werden. Ich hatte ihm vorhin meine Gespräche mit der Telekom gesagt. Und schließlich hat jeder Mensch ein Recht auf Gesundheit. Und in der Charta der Menschenrechtscharta steht, jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seine Familie Gesundheit
und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige soziale Leistungen. Und zu der Menschenrecht gehört also auch, dass die Grenzwerte neu definieren, damit sie uns wirklich schützen. Abschließend will ich Ihnen noch drei Arbeiten von mir zeigen, die Sie von der Kompetenzinitiative, auch von der Kompetenzinitiative und hier von Diagnose Funk, wo vieles noch vertieft, was ich heute hier vorgetragen habe, dargelegt ist. So, das wär's als erstes. Ich habe nachher noch einen kleinen Appendix, aber ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und für wunderbares Zuhören. Ich möchte Ihnen noch über ein Ereignis, was eigentlich teilweise geheim gehalten wurde, hier kurz berichten. Das läuft so in der Geschichte unter dem Namen Moskauer Signal. Und das schildert den Mikrowellenkampf zwischen USA und UdSSR, also Sowjetunion, in den Jahren 1962 bis 1979, also 17 Jahre. Es ist heute sowieso kein Geheimnis, aber damals auch nicht, dass die Botschaften, ausländische Botschaften in Land Spionage betreiben. Das ist, mittlerweile gehört das beinahe schon dazu. Und nun war Folgendes: im Jahre 1962 haben die Amerikaner in der Botschaft, also nochmal die Lauschaktionen waren also sehr verbreitet, und natürlich hat das Land, wo die Botschaften waren, Maßnahmen ergriffen, meistens auch mit Funkwellen. So haben die Amerikaner in ihrer Botschaft in der Tschaikowski-Straße in Moskau einen sehr starken Sender aufgestellt, um damit also Spionage zu treiben. Nun haben die Russen das Gegenteil gemacht, als Gegenmaßnahme einen Hochfrequenzsender 70 Meter gegenübergestellt und eine Feldstärke von 0,001, das heißt um 4 Zehnerpotenzen niedriger als der hiesige Grenzwert ist, und noch um 1 Zehnerpotenz niedriger als der gültige Grenzwert in der damals in der USSR und heute in Russland. So war das ungefähr gestellt, dass die USA-Botschaft, das ist die Straße, und die waren ungefähr 70 Meter, und hier haben sie einen ganzen Sender, natürlich verdeckt, aufgestellt. Noch einmal, das war die Sendestärke, das ist der Grenzwert der USA und das war der Grenzwert in der UdSSR. Und nun ist Folgendes passiert. 1976, also erstmal wollte man nicht wahrhaben, dass da irgendwas passiert. Und 1976 hat der Botschafter Walter Stössel schon seine 120 Mitarbeiter in einer Geheiminformation informiert über mögliche gesundheitliche Schäden durch Bestrahlung dieses Hochfrequenzsenders mit ganz schwacher Intensität. Er warnte in dieser Geheimmitteilung, dass Schwangere mit der Strahlung vorhandene Risiko vermeiden sollten und möglichst zurück in die USA, dass der Mikrowellenstrahlung neben Störung des Nervensystems auch Leukämie, Hautkrebs, Schuppenflechte, grauer Stark entstehen können. Und er sagte auch, dass es die Intensität der Strahlung der Mikrowellensystem der Sowjets weit unter den der UdSSR-Grenzwert liegt, sehr niedrige Sicherheitsgrenzwert liege, die Bestandteil der strengen
sowjetischen Arbeitsbedingungen sind und dass die Möglichkeit besteht, das auf einen Posten außerhalb der Sowjetunion versetzen zu lassen. Das war 1976, von 62 lief das aber schon. Und der das war damals eine Zeit des Kalten Krieges. Moment, habe ich noch. Die Zeit des Kalten Krieges. Und ich hätte erwartet in dieser Zeit, dass sich also die Regierungschef gegenseitig, also oder dass jedenfalls von amerikanischer Seite viel Wind gemacht wird. Es hat lediglich 1967 einen Gespräch darüber gegeben zwischen USA-Präsidenten Nixon und Ministerpräsidenten Kosygin. In Klausbach haben sie sich getroffen. Und der Nixon hat sehr vorsichtig gefragt und die wussten ja, welche Feldstärke das ist und hat gesagt, dass also diese Strahlung unter den Grenzwert der UdSSR liegt und eigentlich kein Grund wäre, Proteste zu erheben. Wie gesagt, kein großes Herausstellen im Zeit des Kalten Krieges. Das hat mich sehr gewundert. Der USA-Botschafterarzt Dr. Johnson hat zuerst nur die Diagnose Hypochondrie, also Einbildung. Hat aber später seine Diagnose korrigieren müssen, nämlich, dass das Mikrowellensymptome sind. Er hat festgestellt, psychischer Stress, Schlafstörung, Entzündung der inneren Organe, also zum Beispiel Magenschwere und Potenzstörung. Aber hier sieht man wieder, ähnlich wie es heute ist, man glaubt nicht, dass die Leute das haben. Und da bekannt war, dass es eine sehr niedrige Feldstärke ist, so konnte das also offensichtlich nicht sein. Genauso denken heute unsere Leute hier, die das sagen, es ist unschädlich. So. Und Dr. Johnson betreute noch 20 andere Botschaften aus den westlichen Ländern, bei denen gab es diese Symptomatik nicht. Also es musste unbedingt auf diesen Sender zurückgehen. Hier hat man wieder die Ursache, Wirkung, die immer bestritten wird, die hier offen liegt. Und es wurden dann heimlich viele Botschaftsangehörige zurückgebracht und längere Zeit untersucht. Und dabei hat man bei den Rückkehrern bei 40% Leukozytose, das ist also schon der erste Anlass, dass daraus Krebs entstehen kann. Bei einer hohen Anzahl von Rückkehrern hat man Chromosomenbrüche, also die Erbsubstanz war angeschwollen. Man hat immerhin die 18 Monate untersucht, das liegt vor. Und die Prävalenz, also das Vorkommen der Krebskranken, der Angehörigen, der ehemaligen Angehörigen der Moskauer Botschaft, der Amerikaner, war signifikant höher als die der Bevölkerung der USA. Und dann kommt noch der Clou. Drei von in dieser Zeit, also den 17 waren anwesend, vier Botschaftern der UdSSR, starben wenige Zeit später, Botschafter Thompson und Botschafter Polen an Krebs und Botschafter Stössel an Leukämie. Und das bei einer Feldstärke, die um 4 Zehnerpotenzen, also um das Zehntausendste niedrig ist, als wir heute den Grenzwert haben. Das ist eine einmalige Sache in der Geschichte, ein Experiment, was eigentlich nicht stattfinden sollte. Warum das so geheim gehalten würde, ich glaube, wenn man das zu öffentlich gemacht hätte, hätte man in den USA den Grenzwert senken müssen. So denke ich. Oder man hat nicht ernst genommen, wie das heute auch wieder geschieht, dass ganz schwache Impulse von Mikrowellen hohe Effekte auslösen können, die also die um das Zehntausendste niedriger liegen, als die unser Grenzwert angezeigt wird. Und das ist das, was die Leute nicht glauben, dass diese schwachen elektromagnetischen Felder, die schon näherungsweise
den elektrischen Feldern in unserem Hirn sind. Und das ist das EMIC. Ein Grenzwert senken hat eigentlich gar keinen Zweck. Wir müssen neu definieren. Und unser Hirn arbeitet mit ganz schwachen elektrischen Strömen. Und wenn die Mikrowellen, die Funkwellen etwa in diesem Strombereich oder näherungsweise wirken sie intensiver, als wenn sie stärker sind. Das ist zwar, glaubt man, als Paradox, aber in der Biologie ist nicht eins und eins gleich zwei, sondern mehr. Und das alles muss man sehen. Und das sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Ich wollte Ihnen nur damit sagen, dass hier ein Beispiel vorliegt, dass eine Ursache-Wirkungsbeziehung ist, dass das mit den schwächsten Feldern geschehen ist und dass man heute, wo sich die Botschaften und auch mit Funkwellen schon, nicht nur die Botschaften, mit Funkwellen gegenseitig stören, wer da in der Schusslinie liegt, kann damit auch immer was abkriegen. Aber vielleicht auch von anderen Sendern, die noch existieren. Denn heute kann man also alles. Mir ist es jetzt schon dreimal passiert, dass von meinem Freund Dr. Wolf Bergmann aus Freiburg, der ist ein großer Aktivist, so wie ich, oder sogar noch mehr, der hat jetzt in Freiburg eine Einwohnerversammlung gemacht, da sind 10.000 gekommen. Also das heißt, sie konnten gar nicht alle unterbringen. Nur 800 passten in den Saal, 200 konnten nicht teilnehmen. Und wenn ich von dem Wolf Bergmann eine E-Mail bekomme, dann erscheint auf meinem Bildschirm plötzlich rot, schwarz, groß, Warnung, diese E-Mail enthält gefährliche Informationen. Das ist mir schon dreimal passiert. Damit soll ich eingeschreckt werden, aber ich lasse mich nicht einschrecken. Nur solche Sachen werden gemacht. Und jetzt haben uns Wissenschaftler, die ähnlich wie ich, gegen diese Lügen angehen, in den USA, die haben gesagt, es ist die Industrie, die Telekommunikation und Digitalisierungsindustrie führt gegen die Wissenschaftler, die dagegen sind, einen Krieg. Da hat man in den USA jetzt einige Wissenschaftler wegen Schädigung des Geschäftes und so weiter, hat man angeklagt und so weiter. Also es passiert da einiges. Und ich habe Ihnen gesagt, das ist auch Wahrheit, dass das Verteidigungsministerium den Gerichten verboten hat, von mir noch Gutachten anzunehmen oder anzuerkennen. So wird in dieser Weise gearbeitet. Und deshalb geht es heute darum, die Wahrheit, was real ist, zu verbreiten. Und alles das, was ausgesagt wird, auch von unserer obersten Strahlenschützerin, ist eine Lüge. Das habe ich Ihnen, alles das, was ich habe, ist dokumentiert. Und ich habe Ihnen ja diese Dokumente gezeigt und ich habe noch mehr veröffentlicht. Ich arbeite nur mit Dokumenten, damit man also das nachlesen kann. Es wird also diesbezüglich viel mit unserem Leben, mit unserer Gesundheit und mit allem, auch mit der Natur. Genauso zweifelt man, dass die Bäume beschädigt sind. Aber wenn man die Schneisen, die Einflussschneisen von Flugplätzen sieht, wo Wald ist, die Bäume, weil die mit Radar gelenkt werden, die haben meistens die Bäume, sind in irgendeiner Weise beschädigt. Man muss das nur mal große Untersuchungen machen, aber dafür ist ja kein Geld da. So, das war dieses. Nun haben Sie natürlich, können Sie mit Recht argumentieren, ich habe jetzt alles schlecht gemacht, habe gesagt, wie gefährlich das ist. Und ich stehe hier als fast 96er da, bin heute von Berlin gekommen und bin in einem guten Fitnesszustand. Damit wollte ich eigentlich demonstrieren, dass man sich durchaus, vor allem durch einen gesunden Lebensstil, durchaus schützen kann und nichts oder nur wenig abkriegt. Und ich habe Ihnen gesagt, dass unsere Adaptationsprozesse so sind, dass sie uns teilweise entgegenwirken können. Denn bei den einen versagt das dann früher, geht in die Erschöpfung, bei den anderen später. So, was mache ich? Ich muss vorausschicken,
dass ich mich, als ich mich 20 Jahre mit der Medizin beschäftigt habe, habe ich festgestellt, die Medizin ist völlig falsch orientiert, weil sie sich auf die Krankheit orientiert und nicht auf die Gesundheit. Der Arzt kriegt nicht für die Gesundheit, sondern für die Krankheit bezahlt. Und der Eugen Roth, Entschuldigung, die Kollegen, die herunter sind, ich will da nichts Negatives sagen, aber der Eugen Roth hat einen Vers geschrieben, Gesundheit und den Tod bringe den Doktor um sein Brot. Damit er immer lebe, hält er uns zwischen beiden in der Schwebe. Damit ist ungefähr der Zustand der heutigen Medizin charakterisiert, weil man falsch orientiert ist. Und heute sind die Ärzte durch die Leitlinien sowieso einer Diktatur unterlegen. Wir haben in unserem Körper sanogenetische Prozesse, also Gesundheitsförder, und können pathologische auftreten. Pathogenese, Sanogenese. Der Urwalddoktor hat geschrieben, wir müssen nur den Doktor des Inneren anregen und stimulieren, alles Heilung ist Selbstheilung. Und dieses Prinzip habe ich bei mir eingeführt, oder bin dabei, das zu überprüfen. Ich habe ungefähr, das war so Ende meines 15 oder 55 Lebensjahr, mir den Selbstversuch aufgelegt, nur mit gesunder Lebensweise das Ziel zu erreichen, die 100-Jahres-Grenze zu überspringen. Ich hab jetzt nur noch reichliche 4 Jahre, ich denke, das schaffe ich. Aber eben nur konsequent, ganz konsequent mit der gesunden Lebensweise. Was gehört dazu? Dazu gehört erst einmal Verbindung zur Natur. Das ist das Wichtige. Verbindung zu den Menschen. Dazu gehört Bewegung, geistige und körperliche Bewegung. Ich bin jeden Tag noch heute, wir wohnen in Berlin an dem Wald, mit meiner Frau 1,5 Stunden Nordic Walking gehen wir also, machen das. Wir gehen um 6 meistens los, weil das noch alles ruhig ist. Da haben wir schon mittlerweile eine Gruppe, die immer mitmacht. Und das ist nicht weit von Mückelsee. Da können wir letzte Zeit, der liegt nach Osten, da können wir sogar in den Sonnenaufgang und sind völlig mit der Natur verbunden. Dann eine optimistische Einstellung. Wenn ich keine optimistische Einstellung hätte, wäre ich heute nicht hergekommen, um diesen Vortrag zu halten. Für mich ist der Optimismus das Grundanliegen, was man überhaupt machen muss, und optimistisch kommt man durch. Und dann natürlich kämpfen gegen vieles, was dagegen ist. Und da ich nicht immer auf der Linie war, bin ich immer gegen Strom geschwommen. Manchmal hat man gesagt, du bist deiner Zeit voraus. Schone dich, schone mich nicht. Auch heute sagt man, du bist nur schon so alt, hast so viel gemacht, hast so viele Bücher geschrieben, alle, schone dich mal. Wieso? Wenn ich mich schone und mich hinlege und zur Ruhe setze, dann bin ich in 14 Tagen tot. Das will ich nicht. Also diese Einstellung habe ich. Und jetzt, der gesunde Lebensstil kann ein sehr wesentlicher Faktor sein. Meiden natürlich von allen möglichen Stoffen, die schädigen können. Ich habe mich völlig getrennt von den klassischen Medikamenten der Schulmedizin, weil die Nebenwirkungen wieder Faktoren sind, die die Wirkung entgegenwirken. Und deshalb hat der Eugen Roth vielleicht recht. Und ich habe mich nur der Natur entsprechend zugeschrieben. Und seit etwa 20 Jahren meine Frau und ich nehmen ein Silikat. Montmorillonit, also das ist ein, oder Bentonit, das ist eine Tonart, und Zeolit. Und diese nehmen wir regelmäßig, und hier sehen Sie meine Haut an. Der Ton war schon in der, Siegelerde, war schon in der Antike Schönheitsmittel, Heilmittel und Verjüngungsmittel. Und
Das muss man sich zuführen, aus ganz einfachen Gründen. Das habe ich mit erwähnt, die stören die Mineralien. Mineralien sind aber Elektrolyte, die uns die Energie geben. Und deshalb sind diese Mittel wichtig. Zeolit ist auch hat Antioxidantienwirkung. Das kann man also ebenfalls damit die freien Radikale kompensieren. Ich habe natürlich, Handy habe ich, aber ich habe nicht meine Nummer. Ich habe nur, um zu benachrichtigen, heute zum Beispiel nur meine Frau, dass ich hier gut angekommen bin. Eine Minute länger dauert so ein Gespräch gar nicht. Mein Computer zu Hause hat ein Kabel. Wir haben in den Betten haben wir eine Matte, eine Erdungsmatte, die mit aus Silber und Wolle und Schafwolle besteht von der Firma Samina, österreichische Firma, Bettenfirma. Die ist gekabelt, die wird an die Schokostoße, also an die Erdung gesteckt und schon ist man natürlich schon. Es gibt, wie jetzt bekannt, von Leistungssportlern, die haben immer diese so eine Erdungsmatte bei sich und erden sich. Wir müssen alles, was wir irgendwie haben, erden. Am besten barfuß. Jeden Tag eine halbe Stunde barfuß in den Rasen laufen, da enterden sie sich und da geht aller Strom vorbei. Wir haben dann noch eine Bettdecke, die ist aus, auch von dieser Firma, die habe ich alle getestet. Das ist aus Biokeramik. Das ist gesponnen Quarz und gesponnene Schafwolle oder Leinwand. Und die Decken sind, die merken sie nicht, dass es Quarz ist, aber die einmal haben die Firma, dass sie abschirmen und zum anderen, wir strahlen Infrarot aus, wir strahlen sie zurück und führen uns Energie zu. Das sind also Methoden, die sind zwar teilweise, was ich Ihnen empfohlen habe, sehr teuer oder relativ teuer. Ich teste es und deshalb habe ich das zur Verfügung. Das sind also Möglichkeiten, dass man diese Stoffe, diese Silikate, mitverwendet, weil Silicon Valley, also dort kleinste Quarzmoleküle können also große, die Strahlen bündeln, das machen. Und nach dem Stand, den ich jetzt habe, der noch nicht endgültig ist, können die Siliziumdioxid-Kristallmoleküle, die ich in meinem Körper habe, können die Wellen abschwächen. Wie gesagt, das ist zurzeit meine Hypothese, ich habe es noch nicht belegt. Ich habe einen Schweizer Arzt kennengelernt, der durch meine Arbeiten, die er verwendet hat, er macht Akupunktur und das hat chinesische Medizin und er hat mir gesagt, dass er, wenn er in die acht Ecken eines Zimmers Röhrchen legt mit 3 Gramm Zeolit, dann ist der Raum sauber. Zwar kann man das nicht mit den Messmethoden, die Technik hat, sondern er hat seine Methoden, die also alternativ medizinisch sind. Auch ein Problem, ich sage das, ich muss es selbst auch noch überprüfen, aber meine Frau, die ist Russin, und sie hat gerade vor einigen Tagen einen Artikel gelesen, dort ist ein Sanatorium in der Nähe des Baltasee. Die legen auch in alle 8 Ecken Pyramiden aus Zeolit und sind der Meinung, dass alle Strahlen, Erdstrahlen und andere Strahlen damit kompensiert sind. Das ist ein neues Projekt, was man angehen muss. Wie gesagt, ich bin jetzt dabei, erst in Gang zu bringen, aber dass es sowas gibt und das wäre sehr einfach, dass man seine Zimmer, seine Räume so in entsprechender Weise machen wir. Ein österreichischer Baubiologe hat mir jetzt berichtet, er streicht die Wände mit Zeolit und macht die Schlafräume, hat er mir erzählt, macht die sauber mit Messen. Also das ist alles, was im Fluss ist. Aber ich wollte sagen, wir können eventuell Gegenmaßnahmen treffen. Zumindest muss man versuchen zu erden. Mit der Erdung einiges zu machen. Noch ein Mineral möchte ich anführen, das Magnesium. Das Magnesium wird
schon in der Antike als Mineral der inneren Ruhe. Es wirkt Anti-Stress, es wirkt schlafwürgend, kann Schmerzen. Magnesium kann man per Os, also Magnesiumsalz und nicht das reine Magnesium, zum Beispiel Magnesiumorotat, Magnesiumcitrat und noch andere. Ich habe die besten Erfahrungen auch schon zur Zeit, wenn ich noch an der Charité war, dass ich zum Beispiel Schlafgestörten habe ich nur mit Magnesiumorotat geholfen ohne Schlafmittel und haben gut geschlafen. Jetzt hat man seit ungefähr den 80er Jahren, ganz besonders erst so in 10, 14 Jahren, hat man ein Magnesiumchlorid gefunden. Das ist ein Chlorid, was unter der Erde ist, Magnesiumchloridkristalle. Soll aus der Urzeit stammen. Und das löst man auf, entweder die Kristalle so, oder man macht sogar so, dass man eine Lösung runterschiebt mit 70 Grad und macht unten eine Lösung und kriegt damit ein Sol und füllt das sofort in die Flaschen. Das ist in den Apotheken zu erhalten. Das ist 31% und es fässt sich an wie Öl, aber es ist ein Sol. Es wird aber als Magnesiumchloridöl verkauft. Dieses, ich habe noch ein anderes von einer anderen Firma, das heißt kolloidales Magnesiumchlorid. Und damit spritzt, das ist auch die Hälfte, 15%, weil eventuell die Konzentration die Haut in bestimmter Weise beeinflussen kann. Man kann das aber auch so machen, sich einspritzen und dann vielleicht nach einreiben und nach 20 Minuten abduschen oder eine halbe Stunde, weil sich manchmal Kristalle, die nicht in die Haut reingehen, bilden und die können Jucken hervorrufen. Diese Magnesiumchlorid, meine Frau und ich reiben uns jeden Tag damit ein. Wir haben keine Krämpfe, Schmerzen gehen weg. Magnesiumchlorid können Sie nicht überdosieren. Das einzige Nebenwirkung ist eventuell Durchfall, da müssen aber ganz hoch gehen mit der Dosis. Und das ist man kann also eher unterdosieren, sagen die Experten. Und dieses Magnesiumchlorid schützt auch gegen Verspannungen und so weiter. Und da wir der Stress viel Magnesium verbraucht, ist neben Alkohol der größte Stressfresser, brauchen Sie heute eigentlich Magnesium. Und wenn Sie das nehmen, können Sie also sich auch in bestimmter Weise gegen den Stress, den die Mikrowellen erzeugen, schützen. Aber wie gesagt, man muss großzügig sein mit der Dosierung, ist unbegrenzt, kann man das nehmen. Wenn Sie keine Krämpfe mehr haben, keine Spannung mehr haben, dann haben Sie sich richtig dosiert. Es kommt noch hinzu, es gibt zahlreiche Studien, zum Beispiel eine Studie in den USA an 37.000 Menschen. Dabei hat man festgestellt, dass 85% Magnesiummangel haben. Und Magnesium ist in tausenden von Stoffwechselprozessen drin, in hunderten von Enzymprozessen. Und wenn sie Mangel haben, haben sie wieder Multimorbidität. Und wenn sie nun auch noch die Radiowellenstrahlen bekommen, potenziert sich das. Deshalb ist eigentlich meines Erachtens das Magnesium und Magnesiumchlorid ist eine bequeme Anwendung. Und das kann man eventuell, das ist auch nicht ganz so teuer, kann man, wenn man sich täglich damit versorgt, kann man also sich in einer bestimmten Weise schützen. Übrigens bei Fußballspielen, wenn die sich verletzt haben, spritzt man die auch mit diesem Magnesiumchlorid rein, damit sie dann wieder die Schmerzen vergehen, wenn sie das gesehen haben, manchmal Fußballfan ist. Also das sind so meine Erfahrungen, die ich derzeit habe. Es gibt noch, und das habe ich mir jetzt zusammengestellt, das kann ich nachher auch zur Verfügung stellen, dann brauche ich ein bisschen Licht, da setze ich mich. Wie kann man sich, also ich habe ja aufgestellt, Frau Wolf, ich kann sie nachher geben und da können Sie vielleicht auch hören. Wie kann man sich gegen Elektrosmog schützen? Also, alle elektromagnetischen Strahlungen ausschalten.
also möglichst nicht verwenden. Und ob die Ihre Mikrowelle ist, der Elektroherd, alles sind Strahlungen, das müssen Sie also sehen. Und das muss man irgendwie minimieren. Fernseher auch. Natürlich sind sie auch von Machter gefährdet. Das gibt es auch. Aber wie gesagt, Sie können erstmal machen. Dann gesunder Lebensstil, wobei die Regelmäßigkeit ein ganz wichtiger Faktor ist. Auch regelmäßig zu Bett gehen, regelmäßig aufstehen. Entgiftung, da kann der Zeolith oder Bentonit Montmorillon eine Rolle spielen. Ist ein wichtiger Entgiftungsfaktor, können auch Chlorella zum Beispiel nehmen. Es gibt einige andere Stoffe. Es laufen jetzt Online-Entgiftungskongresse, die viele Anregungen dazu geben. Der Unkas Germecker zum Beispiel. Also sobald Sie Schwermetalle oder Gifte im Körper haben, sind Sie auch empfindlicher. Also auch in den Zehen, Almergan und so weiter. Kleidung nur aus Naturstoffen, also aus Leinen und so weiter. Sobald Sie synthetische Kleidung haben, die elektrisiert, die hat statische Elektrizität. Das Gleiche gilt für die Nachtkleidung, die prickeln. Und die ist leider nicht in Ordnung. Die Erdungsmatte hatte ich Ihnen schon gesagt. Funkwetter und Elektrizität, alles gehört nicht ins Schlafzimmer. Ich habe mich mit Schlaf auch lange Zeit beschäftigt. Und wenn Sie die Steckdose, wie das in vielen Schlafzimmern sind, am Kopfende ist, kann die den Schlaf stören. Und ich habe also viele Patienten gesagt, dreht das Bett um und dann haben sie besser geschlafen. Dann natürlich kein Alkohol. Wein und Bier ist also auch Alkohol, das wollte ich betonen. Ich trinke absolut kein Alkohol, kein Nikotin. Manchmal kann zu viel Kaffee, Kaffee kann in Maßen. Wer niedrigen Blutdruck hat, soll sogar Kaffee trinken, aber nicht zu viel. Wenn Sie zu viel Koffein zu sich nehmen, kommen Sie in Erregungszustand und da sind die Mikrowellen, stören Sie da mehr. Dann natürlich Stressreduzierungsprogramme, Mineralzufuhr habe ich schon gesagt. Bewegung, Körperbewegung im Freien, das ist ganz wichtig. Die Deutschen werden als Faulenzer bezeichnet. Alle zwei Jahre werden vom Sportinstitut in Köln werden Untersuchungen gemacht, wie die Bewegung ist. Und der letzte war, dass also sich nur 10% bewegen. Das ist also eine Zahl, wie sie noch nie gegeben hat. Vor allem unsere jungen Leute sitzen nur in Containern, also vor den Filmen. Dann ist eine Magnetfeldtherapie. Ich hatte Ihnen gesagt von der Schumannschen Welle, und es gibt also Magnetfeldtherapien. Gibt es zum Beispiel Matten, gibt es zwei von Perm und Bemel, die recht gut sind, die neutralisieren. Da hat ein Dr. Ludwig, der sich damit schon früher beschäftigt hat, aber auch die alten Ägypter haben schon diese Magnetfeld mit natürlichen Magnetfeldern sich bestrahlt, die das zerstören. Also wenn Sie, ich habe Ihnen vorhin das Bild gezeigt, dass Sie die Wellen durchgehen, diese Magnetfeldmatte bringt wieder unseren eigenen Rhythmus in die richtige Frequenzen. Ja, dann ist, was heute nicht weit verbreitet, was leider nicht weit verbreitet, abhärten die körperliche Widerstandsfähigkeit, eben zum Beispiel durch tägliche Bewegung. Also wir wandern jeden Tag, ob es regnet, ob es schneit oder was ist. Nur bei Wetter nicht, wenn es blitzt, aber sonst gehen wir immer. Und auch wo wir sind. Physiotherapie, also Kneipp, härtet man sich auch ab. Dann Resilienz. Resilienz ist die Widerstandsfähigkeit, die geistige Widerstandsfähigkeit gegen Unglücke, gegen alle möglichen psychischen Traumata und so weiter. Man kann das also üben, dass man das zwar von Herzen nimmt, aber sich selbst dagegen schützt,
Es ist also Untersuchung bei diesem großen Eisenbahnunglück, was mal war, Eschede, haben nur 80% traumatischen Stress gehabt, 20% haben sofort wieder mit zugepackt bei den Rettungsdiensten. Also wenn man in der Phase ist, dass man also bestimmte Situationen in die Hand nehmen, das kann man aber auch trainieren. Resilienz ist, gibt es zahlreiche Bücher. Und dann, was ich also heute schon sagte, wir brauchen psychosoziale Gesundheit. Unsere Medizin ist auf die körperliche Gesundheit. Das ist zu wenig. Wir brauchen die psychosoziale und gleichzeitig die Umwelt. Wir müssen auch die Umwelt mitsehen. Das Gift, was wir haben, spielt auch noch eine Rolle. Ich habe ja das Gift schon erwähnt. Das sind also alles Möglichkeiten und Maßnahmen, dass man sich also in einer bestimmten Weise schützen kann. Was ich noch sagen wollte, ich habe auch kein Auto, ich habe nie ein Auto besessen. Weil Auto auch ein Stresser ist und das Auto, wenn Sie vorher einen Navigator drin haben, haben Sie auch WLAN und so weiter drin. Also auch das müssen wir beachten. Was kann verstärken die Elektrohypersensibilität oder überhaupt den Schaden? Alle Metalle im Körper, natürlich Infektionskrankheiten, Magnesiummangel, Kleidung, also elektrostatische Kleidung oder Bettwäsche. Jetzt kriegt man ja kaum noch Naturwäsche. Viel telefonieren, lange sitzen am Computer. Es hat Untersuchungen gegeben, dass Dauersitzen genauso schädlich ist wie Rauchen. Deshalb wird von den Experten empfohlen, jede Stunde aufzustehen, ein paar Kniebeuge oder Liegestütze oder irgendetwas zu machen oder mehrmals zum Schreibtisch zu gehen und dann wieder weitermachen. Aber am Tag mindestens 1,5 bis 2 Stunden Körperbewegung im Freien. Sonst wirkt das Sitzen auch negativ sich aus. Sauerstoffmangel, das ist auch noch, dass wir viel in der frischen Luft gehen. Alkohol, Nikotin habe ich schon gesagt. Und wir müssen unseren Schlaf gut gestalten, auch nicht mit Schlaftabletten, sondern mit Naturmitteln, wie ich gesagt habe, zum Beispiel mit Magnesium. Wir müssen auch auf unser Verdauungssystem achten und hier besonders auf Medikamente. Ich habe Antibiotika schaden unser Verdauungssystem, das ist also eindeutig bewiesen und viele andere Medikamente hat es kürzlich gegeben von 1000 Medikamenten, die untersucht wurden in einer Studie, waren 250, die Verdauungsstörungen herbeigeführt haben. Es wurde dort gesagt, dass der Durchfall als Nebenwirkung der Medikamente dass, die Nebenwirkung Nummer 1 ist. Also man muss auch mit Medikamenten vorsichtig sein. Da gibt es an sich Studien und Altersempfehlungen. Ein alter Mensch soll nicht mehr als 3 Medikamente nebeneinander nehmen, aber nicht mehr, weil er das dann gar nicht mehr übersehen kann. Ja, und dann muss man natürlich auch darauf achten, auf elektrische Transportmittel, Straßenbahn und auch unsere Eisenbahn. Und deshalb bin ich skeptisch, wenn das Elektroauto kommt. Einmal kriegen wir noch mehr Elektrosmog und zum Zweiten die Energie, die Ladestellen, durch die Ladestellen auch. Und schließlich, Energie wird damit nicht gespart, das ist Unsinn. Diese Elektrizität muss ja hergestellt werden. Womit wird die hergestellt? Mit üblichen Energiemitteln, Erdöl oder was es alles gibt. Alles muss man beachten. Wenn vorhin ich den Club of Rome oder andere zitiert habe, wir können durch eine Änderung unserer Lebensstil können wir viel, viel bewirken, unsere Gesundheit erhalten, unser Leben verlängern und uns auch in einer bestimmten Weise, wird wahrscheinlich bei den einzelnen Grenzen geben, auch gegen Elektrosmog widerfahren, also widersetzen können. So, das sind meine Erfahrungen. Und Frau Wolf, ich gebe Ihnen das mal, das können Sie von mir aus vor 4 Ferien oder wer es von Ihnen haben will, kann das haben, das sind so einige Punkte.
denn es wird immer gesagt, ja, ihr macht alles schlecht, man muss was tun. Man kann natürlich was tun, aber wir müssen auch was tun, dass wir gegen die gehen, die, und das wollte ich heute vor allen Dingen unterstreichen, die lügen und sorglos mit unserer Gesundheit und unser Leben spielen. So, das war, was ich noch sagen wollte.